Oh yeah! Das ist die beste und die schönste Band des heutigen Abends, Blowing Doosie! Auf die freuen wir uns heute Abend wirklich ganz, 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 ganz speziell. Und damit darf ich Ihnen, meine sehr geehrten Damen und Herren, und das schönste Publikum sitzt offenbar da, sehe ich gerade, sehr schön. Ich darf Ihnen einen wunderschönen guten Abend wünschen und Sie herzlich willkommen heißen zur Miss Kärntenwahl 2018. Sehr gut. Es ist auch sehr, sehr wichtig, dass Sie klatschen und dass Sie gute Stimmung vermitteln. Denn an dieser Stelle sagen wir auch herzlich willkommen und wir begrüßen alle Zuschauer beim Strelle Livestream auf Facebook. Hallo Community! Hallo! Von Strelle Ton- und Filmstudio gibt es dann natürlich auch ausführliche Videoberichte des heutigen Abends zum Nachsehen auf der Facebook-Fanpage der Miss Kärnten. Also wer heute vielleicht seinen Blick von einer Miss nicht lassen kann und den Rest nicht mitbekommt, kann ihn dann morgen nachschauen. Und das könnte durchaus passieren, die sind nämlich sehr fesch unterwegs heute, ja? 14 Kandidatinnen, eine schöner als die andere. Und uns ist es eine große Ehre, Sie durch diesen heutigen Abend begleiten zu dürfen. Wir sind von der Antenne Kärnten, das ist Corinna Kutnick. Und einen herzlichen Applaus für Tim Bodner. Dankeschön. Und eins ist natürlich klar, für so richtige Prinzessinnen, da muss es natürlich auch ein richtiges Schloss sein. Deshalb sind wir heute Abend alle hier im Falkensteiner Schlosshotel in Velden. Herzlichen Dank dem Falkensteiner Team. Bin auch wirklich besonders begeistert, wie schön dieser Ballsaal heute ausschaut. Also ich glaube, ja, da werden wir es uns so richtig gut gehen lassen. Da werden heute Abend Prinzessinnen gekürt, zu Recht. Besonders begrüßen darf ich die Vertreter der Kärntner Presse, Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft und Society. Und was auch klar ist, für so eine Wahl brauchen wir nicht nur wunderschöne Missen, die wir haben, sondern auch wunderschöne Juroren. Und es sind die schönsten Juroren und Jurorinnen des Landes. Und da dürfen wir Sie jetzt auch zum Aufwärmen um Stimmung bitten, wenn Sie dann schön langsam über den Catwalk gehen. Wir werden bei euch ganz genau hinschauen, weil ihr werdet später dann die Missen bewerten. Heißen Sie mit mir willkommen, den ersten Herren. Bei ihm im Haus wird alljährlich die Vorauswahl getroffen, welche Kandidatinnen sich für das große Finale der Miss Kärnten qualifizieren. Er erfüllt angeblich die Shoppingwünsche jeder Frau. Herzlich willkommen, Ernst Hofbauer, Geschäftsführer der City Arcaden Klagenfurt. Ich sehe, Sie sitzen auch schon beim ersten oder zweiten Bier des heutigen Abends. Und ja, Bier ist natürlich auch schon lang kein reines Männergetränk mehr. Ja, das wissen wir. Und das weiß auch die Villacher Brauerei. Deshalb gibt es immer wieder eigene Kreationen, wie der Villacher Hugo oder das alkoholfreie Freilich. Und herzlich willkommen heißen dürfen wir aus der Villacher Brauerei Andreas Solbauer. Bitte auf die Bühne. Es ist fast genau auf den Tag ein Jahr her, da ist sie zur Miss Kärnten gekürt worden. Heute muss sie ihr Krönchen weitergeben. Aber nicht nur das, sie gibt auch spannende Erfahrungen aus einem Jahr Miss Kärnten weiter und viele Erfahrungen für die neue Miss Kärnten. Heißen Sie herzlich willkommen, Jasmin Wedenick, Miss Kärnten 2017. Juhu. Und wir Kärntner wissen, pünktlich jeden Mittwoch ist es soweit, da flattert sie in unsere Haushalte, die Woche Kärnten, mit allen Infos aus den jeweiligen Bezirken und Regionalität wird da so richtig groß geschrieben. Herzlich willkommen, Geschäftsführer Markus Galli. Sie hat immer den Finger am Abzug, denn sie ist die offizielle Fotografin der Miss Austria Corporation Kärnten und hat unsere bezaubernden Kandidatinnen im Vorfeld ordentlich und schön in Szene gesetzt. Aber auch vor der Kamera und auf dem Laufsteg macht sie eine gute Figur. Bitte überzeugen Sie sich selbst. Herzlich willkommen, Model und Fotografin Anja Kopic. In ist, wer drin ist. Ja, Sie wissen schon, wovon die Rede ist. Vom Szene und Society Magazin Nummer 1. Schöne Frauen und Hochglanz, das Ganze geht Hand in Hand. Ich darf herzlich bei uns begrüßen, Chefredakteur vom Kärntner Monat, Horst Kackl.
Oh, das braucht bei so einer Wahl natürlich auch einen offiziellen Beauty-Experten. Er ist es von der Miss Austria Corporation in Kärnten. Er ist Facharzt für plastische, ästhetische und rekonstruktive Chirurgie. Er wurde mehrfach zum beliebtesten plastischen Chirurgen in Österreich gewählt. Ebenso hat er eine eigene Pflegeserie entwickelt mit dem Herzstück The Beauty Secret. Herzlich willkommen, Schönheitschirurg Dr. Peter Durnig. Und der nächste Mann in der Jury ist ebenfalls ein Mann mit dem Blick fürs Schöne. Seine Schätze hängen uns quasi um den Hals. Und da ist auch für jeden, jeder Mann, jeder Frau etwas dabei. Herzlich willkommen, Johannes Kranzelbinder von Mythos Edelstein Kranzelbinder in Pörtschach. Er macht unsere Missen mobil und vor allem die neue Miss Kärnten und stellt ihr einen nagelneuen Nissan Micra zur Verfügung. Der offizielle Mobilitätspartner der Miss Austria Corporation in Kärnten, Martin Sinschnick, Geschäftsführer vom Autohaus Sinschnick. Ich würde sagen, wir bleiben beim Thema Auto. Er sorgt dafür, dass das Missenmobil immer strahlend glänzt und innen und außen immer bestens gepflegt ist. Patrick Jonke von den Karlauers Klagenfurt. Und last but not least, er ist wohl die bekannteste Filmglatze der Welt. Er hat schon immer mit Schönheiten zu tun. Er ist eigentlich der Hausherr hier im Schlosshotel in Velden. Er humpelt jetzt auf die Bühne. Er ist aber topfit. Hier ist Otto Retzer. Ladies and Gentlemen, einen kräftigen Applaus. Das ist unsere Jury. Und wichtig sind heute natürlich auch die Meister der Punkte, die schnellsten Rechner des Landes, quasi heute unser Landesrechnungshof. Am Kontrolltisch dürfen wir willkommen heißen. Zum einen Janine Baumann. Er ist der offizielle Jurist der Miss Austria Corporation in Kärnten. Er hilft aus einer misslichen Lage, sollte sie passieren. Hier ist Rechtsanwalt Magister Michael Jobst. Sie stand letztes Jahr am Laufsteg, heuer ist sie am Kontrolltisch. Die dritte Miss Kärnten aus dem Jahr 2017, Elisabeth Rauter. Gut, und so wird heute gewertet. Das werden wir auch schnell aufklären, damit Sie auch wissen, wie das alles ganz genau abläuft. Es gibt zwei offene Wertungsdurchgänge durch die Juroren. Da sehen wir auch ganz genau, wie die voten. Dann wissen wir, wer unter den Top 5 ist. Die Top 5, die stellen sich dann einer verdeckten Wertung, wo wir nicht mehr genau wissen, okay, wer votet wie. Die Punkte aus den vorhergehenden Durchgängen, die verfallen. Das heißt, die Karten im Fünferfinale, wo noch 5 Mädels übrig sind, die werden dann völlig neu gemischt. Und dann ist es soweit, dann kennen wir die Miss Kärnten 2018 und auch ihre Vizemiss. Und das wird so ein spannender Abend, der wird so spannend, so was Spannendes haben Sie überhaupt noch nie erlebt. 14 Kandidatinnen aus ganz Kärnten stellen sich heute zur Wahl. Die haben in den letzten Wochen schon sehr viel Zeit miteinander verbracht. Angeblich hat es keinen Zickenterror gegeben, sagt man. Sie mögen sich noch immer, ja. Sagen Sie, ja? Wir haben Sie heute schon kennengelernt und es war eine super Stimmung. Also die haben ja schon erste gemeinsame Bühnenerfahrung gesammelt beim finalen Casting in den City-Arkaden in Klagenfurt oder auch beim Missan Sinschnick. Auf der Freizeitmesse die Einpark-Challenge, die sie da meistern haben müssen. Angeblich sind alle Autos beim Herrn Sinschnick ganz geblieben, hat er mir gesagt. Ja, er war nickt. Zufrieden. Ja. Wir werden heute auch noch das Beweisvideo sehen. Talent vor der Linse gezeigt haben, die missen auch schon beim offiziellen Presseshooting mit Anja Kopitsch. Das Kärntner Monat hat wunderschöne Vorstellungen gemacht und ein großes Danke auch an die Woche Kärnten, die hat beim Missen-Scouting geholfen und eine Miss-Woche-Online-Wahl veranstaltet. Immer wieder hat es da auch ganz ausführliche Porträts gegeben über die Missen in den einzelnen Bezirken, damit auch jeder von Ihnen wirklich genau aufgeklärt worden ist, wie schauen die denn aus, was mögen die denn, wie sind die denn so? Also Sie haben sie im Vorfeld sicher schon das ein oder andere Mal gesehen, zum Beispiel beim Lesen der Woche in Kärnten. Jetzt ist es aber wirklich an der Zeit, die Missen mal in echt zu sehen. Für viele ist es heute der erste richtige Catwalk vor einem richtig tollen Publikum. Und deshalb, das war jetzt ein Stichwort für Sie. Ich darf Sie dann immer bitten, wenn die Missen rauskommen, mal ordentlich Gas zu geben. Das probieren wir jetzt noch einmal. Also, es kommen jetzt gleich die 14 Kandidatinnen, die schönsten des Landes. Wo ist das schönste Publikum?
Sehr, 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 sehr schön. Genauso stelle ich mir das vor. Und sie kommen nicht nur irgendwie, nein, wir machen jetzt gemeinsam eine Zeitreise zurück zu Elvis Presley, Beatles, Jackson 5. Die Jungen werden sich denken, wovon redet er da? Otto Retter denkt sich, das war die Zeit, dass noch gute Musik gemacht wurde. Und da reisen wir jetzt zurück, gemeinsam mit den Missen. Genau, das Wichtigste für Sie, fleißig mitklatschen, fleißig abgehen. Bühne frei für Blowing Doozy mit einem Song vom King of Rock, Elvis Presley. Und dazu unsere Queens mit toller Mode von der Kunststätte Klagenfurt von Martina Karole. Viel Spaß! Und hier sind sie, die 14 Kandidaten! Unsere 14 Kandidatinnen zur Miss Kärntenwahl 2018. Das war jetzt einmal der erste Walk auf unserem Laufsteg. Und die Kandidatinnen verabschieden sich jetzt, denn die müssen sich jetzt umziehen für den ersten Wertungsdurchgang. Es ist eh, als Mann stellt man sich das so stressig vor, die ziehen sich heute innerhalb von 2 Stunden öfters um als der ein oder andere die ganze Woche. Wobei ich hätte das Problem, dass ich diese Kleider gar nicht mehr ausziehen möchte, weil die schauen echt lässig aus. So hat es damals ausgesehen, ja. In der guten alten Zeit. Ja, aber nicht nur damals. Es ist nämlich immer schön zu sehen, dass diese alten Sachen quasi nicht aus der Mode kommen. Wer Ausgefallenes in diese Richtung sucht, der wird nämlich bei Martina Karole in der Kunststätte fündig. Und ja, da werden wir mal vorbeischauen nächste Woche. Wir werden diese Mode auch im Fünferfinale später nochmal sehen. Aber jetzt, bevor es soweit ist, ist noch ein bisschen was zu erledigen und vor allem sehr viel anzuschauen. Begonnen hat ja alles, was heute gipfelt, vor ein paar Wochen mit dem tollen finalen Casting in den City-Arkaden in Klagenfurt. Und die Highlights von damals, für alle, die nicht dabei waren, die schauen wir uns jetzt im Best-of-Zusammenschnitt von Strelle Film noch einmal an. Dankeschön. Vielen Dank. Ja, 29 Fashion-Mädels sind angetreten und für 11 gibt es jetzt das heiß ersehnte Finalticket.
Tja, cooles Video aus den City Arkaden Klagenfurt. Und wenn wir schon beim Thema sind, City Arkaden Hausherr Ernst Hofbauer sitzt ja auch bei uns in der Jury. Ich darf Sie gleich zu mir auf die Bühne bitten. Dazu auch Andreas Hollbauer von unserem offiziellen Getränkepartner der Villacher Brauerei. Und einen kräftigen Applaus für unsere beiden Partner des heutigen Abends. Herr Hofbauer, vielleicht zu Beginn gleich mal Gratulation zum Casting. Das ist ja schon fast Tradition in den City Arkaden, oder? Ja, mittlerweile ist das schon Tradition und wir freuen uns natürlich schon auf nächstes Jahr für das finale Casting. Aber jetzt haben wir mal das Jahr 2018 eine würdige Nachfolgerin für die Julia zu finden. Das heißt, beim Casting war schon eine Gaude, oder? Habt ihr Spaß gehabt? Ja, es war schon eine Gaude, aber wir nehmen das auch sehr ernst in der Jury. Also das ist ja auch etwas Wichtiges. Es ist eine Botschafterin für das Land Kärnten. Wie zufrieden sind Sie denn mit den Mädels, mit den Finalistinnen? Also ich glaube, wir haben da sehr gute Auswahl getroffen. Und es wird ja auch noch eine weitere Auswahl heute getroffen. Die Top 3 Mädels, die erwartet ja einiges. Stichwort Shopping Day und Modenschau. Ja, so ist es. Also sie werden dann eingeladen, die ersten drei, für einen Shopping Day, den sie dann auch begleiten können auf ihrem Instagram-Account oder auf unserem Instagram-Account. Ja, und Anfang Oktober haben wir dann unsere große Herbstmodenschau und da dürfen die drei dann mitmachen. Gut, spätestens das ist Motivation genug, heute gescheit Gas zu geben für die Mädels. Aber definitiv. Ich muss jetzt mal ganz kurz den Ablauf crashen. Hat jeder von Ihnen was zu trinken? Ich glaube, es wäre an der Zeit, um auf die Missen anzustoßen. Wir haben nichts. Vielleicht darf ich da mal nützlich machen. Ein Märzen vielleicht für den Andreas, bitte. Und für den Ernst Hofbauer. Tausch mal ein Mikro gegen Bier. Ja, ich glaube, es gehört einfach mal gemeinsam angestoßen, oder? Nachdem wir heute den Abend gemeinsam verbringen, bitte mal die Gläser hoch. Und wir stoßen jetzt einmal an auf die Missen des heutigen Abends. Prost! Ein Schluckerl in Ehren kann ja niemand verwehren, gell? Sehr gut. Dann wird jetzt weitergearbeitet. Ich darf das da abstellen. Bitte nicht austrinken. Andreas Hollbauer, also wir stärken uns einmal mit einem guten Villacher Bier. Wir haben ja schon gehört, Bier schon lange nichts mehr, was jetzt nur Männer trinken, aber ihr seid ja trotzdem eigentlich sehr findig als Brauerei. Ihr kreiert auch immer wieder Produkte, die auch Frauen ansprechen. Kann man da sagen, was sind denn da so die größten Renner eigentlich? Ja, ein sehr großer Renner ist natürlich unser Villacher Hugo, den wir seit 2012 am Markt haben. Ich darf schon verraten, es wird eine neue Rezeptur geben, die kommt demnächst auf den Markt. Und natürlich auch ganz besonders beliebt bei den Frauen ist unser Villacher Freilicht, das wir voriges Jahr gelauncht haben. Ist ein sehr kalorienarmes Bier, super nach dem Sport und während der Mittagspause, also perfekter Drink. Ich hoffe jetzt übrigens nicht, dass ich den Abend zerstöre, aber muss die Jury 0-0 haben eigentlich? Es geht, gell? Bitte, vielleicht nicht das Ganze austrinken, denn wir brauchen euch in der Jury. Und wir wünschen euch für eure sehr, sehr schwere Aufgabe alles Gute. Danke und einen Applaus für Andreas Hollbauer und Ernst Hofbauer. Wir sind heute ja schon ein paar Stunden da. Wir haben die Missen ja auch ein bisschen Backstage beobachtet. Mhm. Und ich muss ja ganz persönlich sagen, ich möchte nicht in ihrer Haut stecken, weil die sind schon sehr nervös, verständlicherweise. Es geht ja heute Abend um viel. Und eine, die wirklich ganz genau nachfühlen kann, wie es den Missen heute Abend geht, das ist unsere Jasmin Wedenig, amtierende Miss Kärnten 2017. Bitte zu mir auf die Bühne. Das Ganze in männlicher Begleitung vom Geschäftsführer der Woche Kärnten, Markus Galli. Ah, Jasmin, wie gesagt, jetzt ist fast Jahrestag. Wie geht's dir denn heute, wenn du weißt, das Krönchen ist jetzt herzugeben? Also eigentlich schaue ich dem Ganzen mit einem lachenden und einem weinenden Auge entgegen. Ich bin schon ziemlich nervös, ich fieber mit den Mädels mit. Natürlich ist ganz klar, ich weiß ganz genau, wie es ihnen geht. Aber nachdem ich mit der ersten zur Miss Austria-Wahl fahren darf, freue ich mich umso mehr und ich fieber halt sehr, sehr mit. Viele von uns werden das nie erleben, zu fühlen, wie man sich als Miss oder als Mister fühlt, so ein Jahr lang. Wie sieht das aus? Was passiert da? Was ändert sich im Leben? Es ändert sich einfach komplett alles. Du hast ganz viele neue Erfahrungen, du lernst so viele neue Menschen kennen, du wachst ganz, also von der Persönlichkeit auch total und das ist einfach eine wunderschöne Erfahrung. Und du bekommst ein lässiges Auto. Ein super lässiges Auto. Das ist etwas, das die neue Miss Kärnten gleich einmal erwartet. Was kommt jetzt noch auf sie zu in nächster Zeit? Sehr, sehr viele coole Events, Fotoshootings und ganz, ganz viele neue Menschen und Termine. Also ganz, ganz, ganz viele neue Erfahrungen. Eine ganz neue Erfahrung für dich wird heute auch einmal der Seitenwechsel sein. Nicht am Laufsteg, sondern mit der Bewertungskarte in der Hand.
Markus Galli, warum ist denn diese Miss Kärntenwahl so wichtig auch für die Woche Kärnten? Ich würde sagen, da die Woche eine sehr starke Prägung und lokale Ausrichtung hat und da vor allem alle Missen aus unterschiedlichen Bezirken auch kommen und teilnehmen, ist es für uns einfach selbstverständlich, diese Miss Kärntenwahl zu unterstützen. Du warst ja schon öfter dabei, weißt also schon, wie es heute Abend so abgehen wird, oder? Ja, es ist immer was Neues. Also ich lasse das auf mich zukommen, aber ich muss allen Missen, die heute oder allen zukünftigen und Kandidaten, Kandidatinnen vor allem meinen größten Respekt aussprechen, die hier teilnehmen. Und da sage ich wirklich einen großen Respekt, also dass sie hier teilnehmen und dass sie das auch vor allem machen. Ja. Und Stichwort Regionalität, die du angesprochen hast, die ja für euch ganz wichtig ist, da sind die Mädels auch gut verstreut durch alle möglichen Bezirke, oder? Querbeet, also von Oberkärnten bis Unterkärnten, Mittelkärnten ist natürlich am stärksten sinngemäß also vertreten. Aber wir freuen uns, dass wir alle begleiten dürfen auf diesem Weg und ausführlich auch vorstellen. Schnelle Wette, welche Region wird das Rennen machen? Da möchte ich mich nicht festlegen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Wir werden sehen. Vielen Dank. Ist natürlich gefährlich als Juror, wenn man sich vorher festlegt und dann mein Recht hat. Gell? Aber es geht heute alles mit rechten Dingen zu. Ich sage euch alles Gute für die Aufgabe. Viel Erfolg. Danke, Jasmin Wedenick und Markus Galli. So, ich hätte mal gesagt, genug geredet, nicht, ja, dass hier ja Missverständnisse auftreten. Wir sind bei keinem Redewettbewerb, sondern bei einer Misswahl. Missverständnisse, und wohlgemerkt. Jetzt ist es echt an der Zeit, die Missen richtig gut kennenzulernen, zu sehen und zu hören. Die 14 Schönheiten holen wir jetzt wieder auf die Bühne, natürlich begleitet von unserer fantastischen Band Blowing Doozy. Und an so einem perfekten Frühlingstag, wie der heute ist, wollen wir natürlich die neue Frühlingskollektion sehen, und zwar von der jungen, trendigen Marke Tellywell. Applaus für unsere 14 Kandidatinnen! Blowing Doozy und unsere 14 Anwärterinnen für die Miss Kärnten 2018. Ah, das war jetzt noch das lockere Einlaufen, denn jetzt wird es das erste Mal so richtig spannend. Und jetzt sind auch unsere Rechengenies das erste Mal gefordert am Kontrolltisch.
auch die Jury. Denn wir starten jetzt in Kürze mit dem ersten Wertungsdurchgang, wo es richtig um Punkte geht. Genau, es wird ernst. Die 14 Kandidatinnen präsentieren sich noch einmal im Fashion Tallywell Outfit. Und natürlich werden wir es jetzt ein bisschen besser auch kennenlernen im persönlichen Interview. Wollen wir ein bisschen was erfahren über die Mädchen? Ja, es geht dann nicht nur ums Aussehen, sondern auch, wie jemand so spricht, wie die Sprache ist. Ja. Sagt er auch sehr viel über den Menschen aus und macht ihn attraktiv. Ja, außerdem sind wir alle sehr neugierig. Und ich glaube, sie ist ziemlich aufgeregt wie alle, aber eine muss die Erste sein. Und hier ist Startnummer 1 am heutigen Abend. Es ist Jasmin Oberdorfer aus Klagenfurt. Jasmin ist 21 Jahre jung. Ihre Hobbys sind Tanzen und Fitness. Und vom Beruf ist sie Studentin. Und heute nimmt sie wohl an der bisher härtesten Klausur ihres Lebens teil. Jasmin, ich hoffe, du möchtest dich noch mit mir unterhalten. Ja, jetzt gerade muss ich das wohl. Ja, danke. Danke für das Kompliment. Aber wenn du gar nicht magst beim Team, kannst du mir auch kommen. Der Weg führt leider nur über mich. Dieser Kelch wird an dir nicht vorübergehen. Jasmin, du studierst was denn genau? Ich studiere Deutsch und Spanisch Lehramt. Das heißt, du möchtest mal Spanischlehrerin werden? Ja, genau. Spanisch ist einfach so. Also, my favorite language ist jetzt Englisch gewesen, aber. Was heißt das auf Spanisch? Jasmin hatte gerade das angefangen. Ja, so. Ich muss dazu sagen, ich bin im zweiten Semester, okay, also. Und ich weiß, das lernt man erst im dritten Semester. Das hätte ich mich besser vorbereiten müssen, Entschuldigung. So, ich verstehe sehr viel, was geredet wird, selber reden, tue immer noch ein bisschen schwer, also ich kann schon gewisse Ausdrücke, aber. Was ist denn dein Lieblingswort auf Spanisch? Mein Lieblingswort ist La Vida, wie das Leben, einfach weil ich sehr lebensfroher Mensch bin und sehr emotional und deswegen mag ich auch spanische Lieder total gern, weil ich das einfach so mitfühle und einfach mit dem Takt gehe und einfach dann locker bin. Und du magst auch Fitness irrsinnig gerne, du machst es auch tagtäglich. Gibt es jetzt für alle, ich meine, hier im Saal, ich habe durchgeschaut, ist niemand, der die Sommerfigur 2018 noch nicht erreicht hat. Aber für alle anderen, die über Facebook zuschauen zum Beispiel, gibt es so einen Tipp, wie man die Sommerfigur schafft? Also ich gehe total gern Radfahren, vor allem jetzt hat man total eine super Möglichkeit, wenn der Sommer wiederkommt. Ich fahre immer bei der Land mit dem Radl und beim See ist es auch total schön und ich mache auch gern Sit-Ups, weil ein schöner Bauch ist immer... Kommt immer gut an. So, Jasmin, mündliche Prüfung ist überstanden. Wir schreiten zur Praxis. Alles Gute für deinen Wertungsdurchgang. Denn wir schauen jetzt einmal, wie du dich geschlagen hast. Wir schauen auf die Punkte und ich darf die Jury um ihre Punkte bitten und hochhalten. Ich lese mal vor. Da ist die 5. Wieder die 5. Noch einmal die 5. Die 5. Die 6. Die 6. Die 6. Die 6. Die 6. Die 5. Und noch einmal die 6. So. Ah, Gott sei Dank sitzt die Janine da, damit ich das im Kopf nicht zusammenrechnen muss. Und wir haben die erste Punkteanzahl des heutigen Abends für die Janine. Und das ist so über den Daumen gerechnet. Schade, dass du nicht Mathematik studierst, sonst hättest du das jetzt sagen können. Ja, auf Spanisch dann. Passt. Das werden wir dann in Spanisch übersetzen, wie viele Punkte es tatsächlich geworden sind. Aber da waren schon mal ordentliche Bewertungen mit dabei. Der Rechentisch rechnet zusammen, der Jurist überprüft das Ganze noch einmal. Auf welche Zahl kommen wir denn? Also es wird wirklich mit... Es wurde abgelenkt, Entschuldigung. Ja gut, wenn man neben der dritten Miss sitzt, ist es auch gemein. Dann müssen wir umsetzen später. Wir haben es. Es kann sich nur um Stunden handeln, aber Jasmin, wir könnten uns noch ein bisschen auf Spanisch unterhalten. ¿Cómo estás? Mucho bueno oder was ist die richtige Sprache? Also wenn es dir gut geht, sagst du muy buen, muy bien und wenn es dir schlecht geht, muy mal. Also ich hoffe, es geht dir gut. In so einer Situation kann ich nur muy buen sagen. Okay, super. Ganz anders, bei unseren Rechengenies haben wir eine Zahl. Da steht jetzt eine Zahl von 65. Kräftigen Applaus für die Jasmin. Und gleichzeitig geht es bei uns auch schon weiter mit Start Nummer 2, Kerstin Sunderlüthi. Kerstin kommt aus Boggersdorf, ist 19 Jahre jung. Ihre Hobbys sind Singen, sie singt leidenschaftlich gerne und sie ist Bürokraftfrau. Kerstin,
Alles okay? Fit? Ja, natürlich, immer. Du, wie kommt man denn eigentlich zur Missenfamilie? Wie bist denn du zur Missenfamilie gekommen? Ja, also ich kenne Jasmin Wedenig, die Miss Kärnten 2017, und habe mir gedacht, ich probiere das auch mal. Also so super Fotos und ja, kleines Vorbild eigentlich für mich, ein großes, muss ich sagen. Ihr kennt euch, das heißt, du hast sicher super Insider-Tipps, Insider-Infos bekommen. Ja, also dass wir immer lächeln müssen, das auf jeden Fall. Aber das mache ich sowieso. Ja, das machst du sehr gut. Also von mir würdest du die volle Punktzahl bekommen. Du, was mich auch immer interessiert, wie schaut es denn bei euch vielen Mädels so aus mit Zickenkrieg? Gibt es sowas? Nein, gar nicht. Also wir haben uns da eigentlich zu einer Familie zusammengeschweißt. Also sehr gute Freunde auch herauskommen. Also ihr haltet auch in den schwierigeren Zeiten zusammen? Natürlich. Heute auch? Genau, vor allem heute. Kerstin, dann schauen wir uns deine Punkte an vom ersten Wertungsdurchgang. Liebe Juroren, ich darf Sie bitten. 5, 5, 5. In der Schule wäre es nicht gut, heute nehmen wir es gerne. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6 und 4. Wir warten auf die Gesamtpunktzahl. Erstes Gefühl? Schauen wir mal. Wir müssen nicht rechnen können, gell? Wir warten auf die Rechnung. 60 Punkte, Kerstin. Danke dir. Und wir sehen dich auch noch mal laufen. Und damit holen wir auch schon Start Nummer 3 auf den Laufsteg. Sie kommt aus Villach und das ist Julia Radl. Julia tanzt irrsinnig gerne, geht dann auch immer wieder gerne rund um Villach joggen. Von Beruf ist sie Schülerin. Und vielleicht bald Miss Kärnten 2018. Julia, du tanzt. Was für eine Richtung denn? Ich tanze Hip-Hop, Urban, Pole-Dance, also alles Mögliche. Das ist meine Leidenschaft. Also so richtig, wo man in der Gegend herumfliegt, wie wahnsinnig? Ja, ich war auch bei Meisterschaften dabei unterwegs, ja, in mehreren Ländern. Du, und machst du das im Verein oder ist das nur privat? Ich habe im Verein getanzt, jetzt derzeit nur noch privat. Aber vielleicht demnächst wieder mehr. Solltest du Miss Kärnten 2018 werden, vielleicht gibt es ja dann mehr Auftritte. Was braucht denn deiner Meinung nach eine Miss Kärnten? Ich finde wichtig bei einer Miss Kärnten ist einfach die Ausstrahlung, dass man gut rüberkommt und dass man natürlich Kärnten gut repräsentiert. Dann schauen wir mal, ob das die Jury auch so sieht, ob du das so machen würdest und ob du Ausstrahlung am Laufsteg jetzt bewiesen hast. Ich darf die Jury um ihre Punkte bitten. Wir starten mit der 4, 4, 5, 4, 4, 4, 4, 4, 6, 5, 5. Ich komme mir gerade vor wie die Lottofee. Also, schön. Würdest dich aber auch gut machen als Lottofee, muss ich sagen. Dann schauen wir, welche Punktezahl für die Julia am Ende übrig bleibt. Das ist übrigens der erste von 2 Wertungsdurchgängen. Also wenn es vielleicht beim ersten noch nicht so gut geklappt hat, kann man das in der zweiten Runde natürlich aufholen. Die Köpfe rauchen, es wird gerechnet. Es dauert aber immer nur bei mir länger, komischerweise. Und wir haben eine Gesamtpunkteanzahl von 53 für Julia. Und von der einen Julia geht's auch gleich weiter zur nächsten Julia. Ich darf zu uns auf die Bühne bitten. Julia Maria Ebner, Startnummer 4. Die Julia kommt aus dem schönen Trautal, aus Feistritz, ist auch 19 Jahre jung. Ihre Hobbys sind ebenfalls Singen und, wie man auch sieht, Fitness. Beruf Bürokauffrau. Julia, Hallo. Wie bist denn du in die große Missenfamilie gekommen? Durch meine Mama, natürlich. Durch die Mama ist sie da? Ja, die sitzt da irgendwo im Publikum. Mama, Mama Ebner, sie winkt, sie jubelt. Wir winken zurück. Hallo Mama Ebner. Hallo Mama Ebner. Hallo. Wie stolz ist denn die Mama? Sehr, sehr stolz. Also ich glaube, sie ist wirklich mein größter Fan. Also sie motiviert mich jeden Tag, wenn ich aufstehe. Sie sagt mir immer, du kannst das, du bist was und ich liebe sie einfach über alles. Also muss ich echt sagen. Ein verfrühtes Muttertagsgedicht, das musst du dann heuer gar nicht mehr aussagen. Ja. Julia, warum wärst denn du die perfekte Kärntenbotschafterin? Ich liebe Kärnten über alles. Also ich muss sagen, ich bin selber bei einer Zechgemeinschaft, das ist die Burschenschaft. Wir veranstalten Kirchtage, wir gehen mal gern zum See, ich gehe gern zum See und ja, ich lebe für Kärnten, sagen wir so. Bist du bereit für deine Punkteanzahl? Ja, bin ich. Ja, gutes Gefühl? Keine Ahnung, kann ich nicht einschätzen. Wir schauen es uns an, liebe Juroren. Ihre Wertung 5, 6, 6,
5, 6, 4, 5, 6, 6, 6, 6, das sind viele Sechsen. Danke. Wir warten auf die Gesamtpunktezahlen. Bitte ein bisschen länger oben lassen. Der Wunsch, der Punktezähler. Ja, es sind auf jeden Fall viele Sechsen dabei. Schaut schon mal nicht schlecht aus für dich, Julia. Mama Ebner, auch okay? Ja, der Daumen ist in der Luft, das gefällt uns. Jetzt bin ich gespannt, wer lauter jubelt, du oder die Mama. Die Punktezahl ist 67. Dankeschön. Jetzt kannst du deiner Mama entgegenlaufen. Und damit Catwalk frei für Start Nummer 5. Das ist Dalila Nekic aus Klagenfurt. Dalila ist 19 Jahre jung, liebt es zu lesen und treibt irrsinnig gerne Sport und ist von Beruf noch Studentin. Dalila, du hast offenbar den Fanclub mitgebracht, ich glaube dort hinten, ja? Wer drückt dir denn heute die Daumen? Mein Freund, mein Bruder und drei sehr gute Freundinnen. Also, da kann heute eigentlich nichts mehr schiefgehen. Hoffentlich hast du auch die Jury überzeugt. Auch wir wollen dich ein bisschen kennenlernen. Was studierst denn du? Deutsch und Geschichte auf Lehramt. Okay, also wir hätten die Spanischlehrerin und die Geschichtelehrerin. Soll jetzt eine geschichtliche Frage stellen? Nein, ich könnte es eh nicht überprüfen, ob es stimmt. Wie bitte? Ich könnte es eh nicht überprüfen, ob es stimmt, wenn ich dir jetzt irgendeine geschichtliche Frage stelle. Aber wir könnten in deiner Geschichte noch ein bisschen zurückgehen. In die Zeit, also noch, sagen wir mal, so groß war es circa. Was wolltest du damals eigentlich vom Beruf werden? Tierärztin. Also ich habe schon von klein auf ein großes Herz für Tiere. Aber mit der Zeit in der Schule hat sich der Berufswunsch geändert, weil ich auch gern mit Kindern zusammenarbeite. Also statt Tierärztin dann doch lieber Lehrerin. Da wirst du dann viel bewerten. Heute wirst du nochmal bewertet. Ich darf die Jury um ihre Punkte bitten und bitte oben lassen, damit unsere Punkterichter mitschreiben können. Wir haben hier mal die 6, die 5, die 5, die 5, die 5, die 6, die 5, die 6, die 5, die 6 und die 4. Und es wird zusammengerechnet. Janine, das ist jetzt bei dir wie aus der Pistole geschossen gekommen. Das war wirklich sehr gut kopfgerechnet. Und es ist eine Punkteanzahl für dich von 63. Dankeschön. Dalila Nekic aus Klagenfurt. Und weiter geht's jetzt mit der Kandidatin mit der, wie ich ja fast finde, schönsten Namen dieser Runde, Jessica De Leon. Jessica kommt aus Klagenfurt, ist 22 Jahre alt. Ihre Hobbys sind Singen, Lesen und Shoppen, Shoppen, Shoppen. Außerdem der Sport. Jessica ist Immobilienmaklerin. Jessica, den schönen Namen habe ich schon angesprochen und dazu gibt es auch eine Geschichte. Wo kommt der Name denn her? Aus der Karibik. Aus der Karibik, das heißt, du bist von der Karibik an den schönen Wörthersee quasi auch Karibik gekommen. Genau. Warum möchtest denn genau du Miss Kärnten werden? Weil ich denke, ich bringe alles mit, was ein Mies braucht und ja. Das ist zum Beispiel? Selbstbewusstsein und ich bin immer fröhlich und ja. Kann ich alles bestätigen und deine Fans auch, da wird schon gejubelt. Deine Erwartungen für den heutigen Abend? Dass ich eine Freude habe und mit einem Lächeln rausgehe, das erwarte ich eigentlich. Also momentan lächelst du, da wird alles gut gehen. Jessica, wir schauen uns gemeinsam deine Punkte an. Wie nervös bist du? Entschuldigung. Na, kein Problem. Wink nur zurück. Ich wink auch. Wer ist denn das da hinten? Meine Oma, mein Stiefvater, meine Hallo Oma. Freunde, meine Mama. So, aber jetzt sind ja die Punkte schon da, gell? Und wir machen da Familienkrimmerei. 4, 4, 4, 5, 4, die 6. 5, 4, 5, 5 und noch einmal die 6. Jessica, das sind insgesamt für dich, wird noch zusammengerechnet. Kannst du mir inzwischen noch ein bisschen deine Familie erklären? Also die Oma, hast du gesagt? Ja, mein Stiefpapa, meine Mama, meine zwei Brüder. Ah, da winken sie, aber jetzt wollen wir euch hören. Bitte auch, bitte mal anständig jubeln für die Jessica. Ah, schön, karibisches Flair da jetzt im Ballsaal. So, deine Punkte stehen fest. 56, Jessica. Danke. Dankeschön, genieß deinen Lauf.
Und auch sie wird jetzt ihren Lauf genießen. Sie kommt aus Klagenfurt, ist eine Namensvetterin von mir. Wir haben schon geklärt, nein, wir sind nicht verwandt. Hier ist Caroline Bodner. Caroline ist 24 Jahre jung. In der Freizeit treibt sie gerne Fitness, ist mit dem Board am Berg unterwegs, spielt gerne Golf. Und wer errät, was sie beruflich macht? Sie ist Tätowiererin. Das wollen wir jetzt natürlich aufklären. Du hast heute offenbar auch einen sehr, sehr großen Fanclub mitgebracht. Ja, ich habe meine ganze Firma mitgebracht. Das ist wie eine zweite Familie für mich. Und mein Papa, mein Bruder und meine Schwägerin. Und natürlich Freunde von mir. Das ist schön. Die sind heute mentale Stütze für dich. Caroline, du spielst irrsinnig gern Golf. Ich stelle jetzt eine originelle Frage, die dir sicher noch niemals zuvor irgendjemand gestellt hat. Was für ein Handicap hast du? Ja, ich habe gewusst, weil meistens kommt die Frage. Aber ich habe erst letztes Jahr im Sommer angefangen und es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Also ich werde so wie heute mein Bestes geben und mein Handicap wird definitiv gut ausschauen in den nächsten Jahren. Das war die richtige Antwort. Jetzt aber noch mal kurz zu deinem Beruf. Tätowieren, man sieht, das ist offenbar auch eine Leidenschaft von dir. Du hast, wie viele Tattoos hast du? Ich zähle sie mittlerweile nicht mehr. Okay, geht sich gar nicht mehr aus. Ja. Haben die eine Bedeutung, jedes Einzelnes? Ja, es haben alle meine Tätowierungen eine Bedeutung. Und zum Beispiel die Rosen steht für meinen Opa und das Gedicht ist von meiner Oma handgeschrieben. Solltest du Miss Kärnten werden, würdest du dir dann auch ein Tattoo stechen lassen? Mit Miss Kärnten? Ich habe schon vor der Wahl vorgehabt, ja. Okay. Aber vielleicht kannst du die Punkteanzahl drauf tätowieren. Schauen wir mal, welche Zahlen davor kommen müssten. Ich darf die Jury um ihre Bewertung bitten. Liebe Caroline, wir haben die 5, die 5, die 5, die 5, die 6, die 6, die 9. Also die 6, die 6, die 6, die 6 und noch einmal die 6. Du hast offenbar einen sehr, sehr großen Fan in der Person des Herrn Kranzelbinder gefunden. Ja, und ich hoffe, dass er Ketten kriegt. Ich glaube, er ist sicher auch tätowiert, gell? Aber nur leicht, ja? Dann schauen wir mal auf deine Gesamtpunkteanzahl. 68! Caroline aus Klagenfurt. Nach der Caroline kommt die Startnummer 8, Melissa Sapetschnik. Melissa kommt aus Fichtring, ist 21 Jahre jung. Die Hobbys von der Melissa sind Volleyball, da kann sie die Größe gut gebrauchen, außerdem zeichnen. Und die Melissa war auch schon bei Austria's Next Topmodel dabei. Melissa, da sind wir auch schon beim Thema. Wie war das so bei Austria's Next Topmodel? Wann warst denn du da? Wie bitte? Wann warst du denn da? Voriges Jahr war ich dabei und das war echt ziemlich cool. Es ist eine Erfahrung wert und man sollte solche Sachen und solche Gelegenheit einfach nutzen. Was hast du alles erlebt? Was ist dein Lieblingserlebnis? Ihre Fotoshootings. Wieso ist das so cool? Weil ich es gern habe, vor der Kamera zu stehen, Bilder zu machen und eben die Bilder in der Hand selber von mir zu haben. Wo hängen die meisten Fotos von dir? Auf Instagram. Okay, blöde Frage, ich bin noch eine Generation davor, meine Fotos sind noch an der Wand gehängt. Die Frage war voll 2012, echt? Entschuldigung. Melissa, du studierst auch, was denn? Ich mache die Studienberechtigungsprüfung zu Erziehungs- und Bildungswissenschaften. Also auch wieder eine angehende Lehrerin? Ja, oder Kindergärtnerin. Wir drücken dir auf alle Fälle die Daumen, nicht nur fürs Lernen, fürs Studium, sondern auch für deine Punkte jetzt. Liebe Juroren, ich darf Sie bitten. 4, 4, 4, 5, 5, 5, 5, die 5 und noch dreimal die 5. Die Gesamtpunkteanzahl wird errechnet. Das ist die 57. Danke, Melissa. Und wir freuen uns jetzt auf Start Nummer 9. Das ist Blerta Dobaluka. Willkommen am Catwalk, Blerta. Sie ist aus Kärnten, lebt mittlerweile in Stuttgart, ist 22 Jahre jung, kocht für ihr Leben gerne und tanzt auch irrsinnig gerne traditionelle Tänze. Und du bist beruflich Qualitätsprüferin und unterziehst dich heute quasi auch einer Qualitätsprüfung, wenn man so möchte. Mehr oder weniger, so kann man sehen.
Lerta, bei dir ist es so, du hast ja schon einige Missentitel eingeheimst. Welche waren denn das bisher? Also ich habe insgesamt bis jetzt 19 Misstiteln. Ich habe mit 19 Misstitel, okay? Ja, genau, 19. Und der allererste war vor 6 Jahren, also da war ich 16 Jahre alt. Das war in der Schweiz Miss Albanian Universe. Also du nimmst das mit Qualitätsprüferin wirklich ziemlich ernst, gell? Warum so viele Missentitel sammeln? War das schon immer ein Ziel? Das liegt ein bisschen auch in der Familie. Meine Mutter war mal mit 19 Jahren eine Miss und mein Vater war auch mal ein Mister. Und eine Frage muss ich dir noch stellen, weil es heißt, du tanzt gern traditionelle Tänze. Wir hatten heute schon Hip-Hop und so. Das zählt dann eher nicht dazu, oder? Nein, nicht unbedingt. Also Bauchtanzen und albanische Tänze. Okay, vielleicht sehen wir heute noch einen Siegertanz. Wir schauen jetzt einmal auf deine Jurypunkte und ich darf euch bitten, die Kärtchen hochzuhalten. Wir haben hier die 5, 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 die 6, die 5, die 5 und noch einmal die 5. Und das macht, liebe Blätter, eine Gesamtpunkteanzahl für dich von sage und schreibe 61. Mit der Startnummer 10 darf ich herzlich willkommen heißen Anja Kinzel. Anja kommt aus Breiteneck, ist 22 Jahre jung. Ihre Hobbys sind Skifahren und Freunde treffen. Und vom Beruf aus ist sie Lohnverrechnerin. Anja, gut gemacht. Ich muss ja gestehen, ich bin ein Breiteneck-Fan. Bin da öfter zu Gast. Ja, wirklich, ein Freund von mir kommt daher. Schön bei euch daheim. Ja, ist super. Ist dein Lieblingsort in Kärnten oder gibt es einen anderen? Nein, eigentlich ist daheim, ist daheim. Und sonst außerhalb von Breiteneck, wo bist du gerne unterwegs in Kärnten? Hauptsächlich am Wörthersee im Sommer. Wo genau? Eigentlich überall. Überall? Gleichzeitig? Nein, das auch nicht. Schwimmen auch schon ein Thema heuer? Ja, das Wasser ist noch ein bisschen zu kalt, glaube ich. Warten wir noch ein bisschen, gell? Perfekt. Anja, wir schauen uns gemeinsam deine Punkte an. Das ist die 4, die 5, die 5, die 5, die 4, die 4, die 4, die 4 und noch dreimal die 5. Der Taschenrechner ist wieder aktiviert oder die Handy-App, nicht, dass ich wieder zu altmodische Begriffe verwende. Der Abakus ist angeworfen. Den müssen wir jetzt erklären vielleicht für die ganz Jungen. 54. Danke, Anja. Und Laufsteg frei für Startnummer 11 am heutigen Abend. Das ist Johanna Zarka aus Velden. Und jetzt fiebert die ganze Ortschaft mit. Johanna hat heute also ein Heimspiel, ist 20 Jahre jung, sportlich, tanzt auch gerne und ist Verkäuferin. Bin gespannt, wie gut du dich heute jetzt der Jury verkauft hast. Liebe Johanna, ich hoffe, du hast das Heimspiel irgendwie auch ausgenutzt und möglichst viele Leute mitgebracht. Ja, ich sitze da hinten. Das ist eh Halbfelden eigentlich, ja? Die sind heute da und unterstützen dich ordentlich. Dein Hobby ist auch Tanzen wie Evas bei allen Missen. In welcher Richtung bist du da unterwegs? Eher in die lateinamerikanische Richtung. Das habe ich von meiner Mama übernommen. Das ist dann Salsa wahrscheinlich, oder? Genau, Salsa, Bachata, Zumba, Kizumba. Findet man da eigentlich leicht Tanzpartner, die das auch können? Nein, eindeutig nicht. Also ein Aufruf an dieser Stelle, mehr Salsa-Tänzer braucht das Land. Genau. Weil Salsa ist alleine auch ein bisschen öd eigentlich, gell? Ja, leider. Du, was treibst du sonst noch so in deiner Freizeit, wenn du nicht gerade auf der Suche nach einem Salsa-Tanzpartner bist? Ich habe ein Pferd auch noch, eben und einen Hund. Ich bin sehr gern mit meinem Hund und meinem Pferd draußen in der Natur. Das ist so für mich mein Ausgleich, dass ich wieder am Boden der Tatsachen komme. Wann gehst du morgen das erste Mal mit dem Hund spazieren? Also je nachdem, wann ich morgen aufstehe, aber eher so um 10 einmal. Sollte sie Miss Kärnten werden, dann muss wahrscheinlich die Mama die erste Gassi-Runde übernehmen. Dann wird länger gefeiert. Ich darf die Jury um die Wertung bitten. Dann schauen wir mal, ob du dich gut verkauft hast. Oh, du schaut gut aus. Da ist mal die 6, die 6, die 5, die 5, die 6, die 5, die 6, die 5, die 6 und noch zweimal die 6. Wow. War schon wieder? Zu schnell, das war zu schnell. Wir machen das Ganze noch einmal in Slow Motion. 6, 6, 5, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 6 und die 6. Und das macht laut Adam Riese eine Punkteanzahl von 68.
Ja, viele sind schon gelaufen, also schön langsam nähern wir uns schon dem Ende vom ersten Wertungsdurchgang. Schön langsam aber nur. Startnummer 12, Viola Reiter. Viola kommt ebenfalls aus Fichtring, also die Fichtringerinnen, die sind heute wirklich gut vertreten. 22 Jahre jung, Sport und Shoppen sind ihre Hobbys und sie ist in der Gastronomie tätig. Viola, warum entschuldigst du dich? Weil ich falsch gelaufen bin. Hätte ja keiner gemerkt. Ich hätte es nicht gemerkt. Bist nervös? Bissi. Bissi, muss ja nicht sein. Viola, wieso wärst du denn die perfekte Miss Kärnten? Weil ich einfach zielstrebig bin. Also ich setze mir ein Ziel und ich muss das dann erreichen, um jeden Preis. Und ja. Das heißt, das nächste Ziel ist, die Miss Kärnten zu werden. Was ist das Ziel danach? Wenn ich sie bin oder wenn ich es nicht wäre? Beides. Wenn ich sie bin, ist einmal sicher was trinken gehen, einmal ein bisschen runterkommen. Und wenn nicht, dann auch was trinken gehen. Genau. Viola, hast du schon Erfahrungen im Model-Business? Nein, gar nicht. Überhaupt nicht. Dafür schaut das aber gut aus. Dankeschön, viel geübt. Bist du gespannt auf deine Wertungspunkte? Ja? Nervös? Was macht der Puls? Keine Ahnung, der ist irgendwo. Das klopft so. Wir werden dich erlösen. Das schaut gut aus für dich. 6, 6, 5, 5, 5, 6, 5, 5, 6 und noch zweimal die 5. Zufrieden? Ja. Wir rechnen mal, beziehungsweise wir rechnen nicht, wir warten, dass gerechnet wird. Ist einfacher, gell? Rechnet auch nicht so deins? Wohl, ich arbeite in der Gastronomie, aber in dem Moment könnt ihr jetzt nicht rechnen. Also dann könntest du es selber. Gut, ich bin froh, dass gerechnet wird. Wir warten auf die Gesamtpunktzahl und es sind 64. Dankeschön. Applaus 13 ist normalerweise eine Unglückszahl, aber möge sie ihr Glück bringen. Hier ist mit der Startnummer 13 aus Klagenfurt Lisa Marie Gerersdorfer. Die Lisa ist 21 Jahre jung, man trifft sie in der Halle und auf Sand, wenn sie Beachvolleyball spielt, im Winter dann im Fitnesscenter, von Beruf Studentin. Lisa, spielst du lieber auf Sand oder lieber in der Halle Volleyball? Lieber in der Halle. Da sind 6 Leute im Feld und ich liebe es einfach im Team zu spielen, ich bin ein totaler Teamplayer und ich finde es einfach cool, dass wenn einer einen Fehler macht, dass es nicht so schlimm ist, dass es einfach 5 andere ausbessern können und dass wir einfach zusammenhalten und dass jeder den anderen unterstützt. Jetzt seid ihr in den letzten Wochen, haben wir heute schon des Öfteren gehört, auch ein Team geworden. Trotzdem geht es natürlich darum, besser abzuschneiden als die anderen. Wie bist denn du eigentlich zur heutigen Wahl dazugekommen? Ja, ich habe eigentlich ziemlich spontan entschieden, aber ich habe mir gedacht, das ist sicher ziemlich cool, ein Bundesland zu repräsentieren. Die Erfahrungen, die man sammelt und die Menschen, die man kennenlernt und natürlich das Auto, weil mein Auto ist 30 Jahre alt und eine Servolenkung wäre ziemlich cool. Ein Auto, das 30 Jahre fährt? Respekt, echt. Ja, ich liebe dieses Auto, aber eine Servolenkung wäre schon cool. Ich vermute mal, Martin Sinschnick wird jetzt die 6 zücken, ja? Wir schauen gleich jetzt einmal auf deine Wertungspunkte der Jury. Gönnen sie dir ein Auto oder nicht? Wirst du Kärnten repräsentieren? Wir haben hier die 5, die 5, die 6, die 5, die 5, noch einmal die 5 und noch einmal die 5, die 6. Bei Martin Sinschnick die 6, die 5 und noch einmal die 5. Schau, Martin Sinschnick hätte sogar gerne eine 9 gegeben. Bitte? Er hätte dir sogar gerne eine 9 gegeben. Das war sehr lieb gewesen, aber es geht leider nicht. Aber vielleicht, wenn du nicht fragst, vielleicht gibt er dir ein Auto auch. Es würden eh 3 draußen rumstehen. Ja, stimmt. Dann kriege ich eins von denen, was die missen, alle 3 Monate erneut kriegen. Zum Beispiel. Ich glaube, da können wir später dann noch drüber ein bisschen sprechen. Die Punkteanzahl, die ist gut. 63. Gratuliere. Und ich weiß ja nicht, ob man jetzt mehr oder weniger nervös ist, wenn man die Letzte in der Runde ist beim ersten Wertungsdurchgang. Ich darf die einzige St. Veiterin in der Runde zu mir rufen. Alisa Zenoni. Alisa kommt, wie gesagt, aus St. Veit, ist 18 Jahre jung, unser Küken. Sport ist ihr Hobby und sie ist Zahnarztassistentin. Alisa, ich höre das Wort Zahnarzt und da läuft mir schon ein Schauer über den Rücken. Du bist da ja einiges gewohnt, oder? Ja, ich glaube, das geht jedem so.
kann ich sagen, du hast tagtäglich mit Angst zu tun und Nervosität? Ja, echt jeden Tag einfach und jeder Patient. Bist du da die beruhigt und sagt, hey, nicht so schlimm, nicht so schlimm? Ja, schon. Das hört echt jeder von mir. Und wie geht's dir selber heute mit der Nervosität? Ja, es geht, aber es ist ein bisschen schlimm. Du machst es super. Wer war für dich heute da und hat dich beruhigt? Die Kandidatin. Das ist super. Du, was hat dir bis jetzt am besten gefallen am heutigen Abend und auch mit allem, was du mit der Missen-Familie schon erlebt hast? Also das Fotoshooting, ganz als Erster. Und dann die Probe und so. Da haben wir einfach alle zusammengehalten. Und das war einfach schön. Und auch so in diesem Ballsaal heute, das ist schon ein Wahnsinn, oder? Perfekt. Dann schauen wir uns gleich deine Wertungspunkte an. So. Machen spannend. Das ist die 5, die 5, die 6, die 5, 5, 4, 4, 5, 5, 5, 5. Erstes Bauchgefühl, Alisa? Keine Ahnung. Es ist ein süßer Grinser, ich glaube, es schaut gut aus für dich. Es wird gerechnet, die erste Ziffer steht, die zweite auch. Es ist eine zweistellige Zahl. 59. Danke, Alisa, genieß es. Ja, und das war jetzt eigentlich schon mal die halbe Miete, der erste Wertungsdurchgang. Wem es vielleicht jetzt noch nicht so gut ergangen ist, der hat die Möglichkeit im zweiten Wertungsdurchgang. Und das waren sie mal, alle in Summe und auch persönlich kennengelernt, unsere 14 Kandidatinnen. Für die Missen ist es jetzt wieder an der Zeit, nun nicht mal umzuziehen hinter der Bühne. Und ich kann mir vorstellen, der nächste Herr, er hätte gerne in der Garderobe jetzt beim ins Kleid reinsteigen geholfen, beziehungsweise als nächstes kommt ja die Bademode. Ja. Aber wir freuen uns, dass er jetzt zu uns auf die Bühne kommt, denn bei so einer Misswahl darf natürlich auch die Musik nicht zu kurz kommen. Er selbst ist ein begnadeter Fußballer. Er hat mit Shaggy zur Europameisterschaft 2012 den Hit aufgenommen. Wer noch kennt, Football, Football is my life. Life. Und Entschuldigung, ja, dass ich jetzt den Song verunstaltet habe. Na, mit der super, Miss super. Austria 2000, Patricia Kaiser hat er auch schon gemeinsam gesungen, das Liebesduett damals, There Will Be Never Another You, und war damals auch auf Platz 1 beim Publikumsvoting des Eurovision Song Contest. Ja, damit nicht genug, er ist Sänger, er ist Songwriter, er ist Produzent und er hat auch eine große soziale Ader. Er fliegt regelmäßig nach Afrika, um dort zu spenden und auch zu helfen. Er ist einer der erfolgreichsten österreichischen Sänger und wir freuen uns, dass er heute Abend hier bei uns ist. Und wir sagen Bühne frei und kräftigen Applaus für Leo Aberer. Grüß euch. Wie geht's euch? Wie geht's euch? Playback ein bisschen lauter und Mikro auch ein bisschen lauter. Körper! Await for my brother, await for my mother, await for my sister to die. Await for my brother, await for my father to cry. Hey! Won't you know, won't you see, if my damn life, my life is so unkind. Won't you know, won't you see, the beautiful in life is in our mind. Won't you know, won't you see, yeah. Apparently the ambience will set you free. Won't you know, it's got a ticket on a dome. Won't you see, I'm flying around the world. Come on, proper, proper, hey. I wait for my brother, I wait for my mother, I wait for my sister to die. I wait for my brother, I wait for my father to cry. I wait for my brother, I wait for my mother, I wait for my sister to die. I wait for my brother, I wait for my brother, goodbye. Let me say whoa, let me say ho, ho. Ui, da müssen noch ein paar Gläser, Leute, getrunken werden. Was du tust, sag, was du fühlst. Glaube mir, ich war all die Zeit bereit für dich, um dich anzusehen, immer vorzuträumen, um dich anzuflehen. Jetzt ist es vorbei, dir die Fehler zugestehen.
sometimes, sometimes, sometimes. The air is floating, coming out just through the leaves. Want you know, it's got a ticket on a no. What you say? I'm flying around the world. Come on, put up a ticket down. Hey! I wait for my brother, I wait for my mother, I wait for my sister to die. I wait for my brother, I wait for my father to cry. Ticket up at the bum 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 bum. I wait for my mother, I wait for my brother, I wait for my sister to die. I wait for my brother, I wait for my brother, goodbye. I heard your baby cry. A star prepared to shining. Love lining, designing. Like a super fancy all one time. There are many things in life that we couldn't disbelieve. Just break them all, what would freeze? Pizza, pizza! Come on with the gun next door. I play in my car and I was once with Alina. I said I do, do, I do on the phone and I turn on the table. Come up with my hand in the hand in there again. What's in the hand there? Hand in the hand in there, ja. Hat funktioniert. Hand in the hand rechts. Walla la 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 la. Walla la 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 la. I wait for my brother, I wait for my mother, I wait for my sister to die. I wait for my brother, I wait for my father to cry. Check on the bun, pump, 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 pump. I wait for my mother, I wait for my brother, I wait for my sister to die. I wait for my brother, I wait for my brother, goodbye. Ho! I wait for my brother, I wait for my mother, I wait for my sister to die. I wait for my brother, I wait for my father to cry with. With, I wait for my brother, I wait for my mother, I wait for my sister to die. I wait for my brother, I wait for my brother, goodbye. Rupita! Want you know? Kräftiger Applaus für Leo Abara! Ich drück den Damen die Daumen. Leo Abara, und das wird nicht sein einziger Auftritt heute gewesen sein. Momentan ziehen sich die Kandidatinnen um und ich will ja nicht zu viel verraten, aber ich habe dann schon ein, zwei in sexy Badeanzügen gesehen. Ja, so viel dürfen wir spoilern an dieser Stelle. Ja. Das werden wir als nächstes dann alle zu Gesicht bekommen. Ja, wird aber noch dauern, bis sich alle jetzt wirklich um oder besser gesagt ausgezogen haben. Wir nutzen die Zeit für den nächsten Jury-Talk. Und angezogen wird natürlich auch noch, dann, dass Sie das nicht vergessen. Auf die Bühne bitten dürfen wir jetzt die nächsten zwei, die diese Jury komplett machen. Die eine ist die offizielle Miss Kärnten-Fotografin, das ist Anja Kopitsch. Und der andere ist der Chefredakteur des Kärntner Monats, das ist Horst Kackel. Bitte schön. Lieber Horst, darf ich dir auch, Götz, soweit? Ja, ich stehe zur Verfügung. Dafür gibt es auch Wertungspunkte. Aber bis jetzt wirklich sehr, sehr gute Figur da beim Raufgehen gemacht. Ja, alles Sechser. Ja, also. Ich mag's immer, wenn man gleich groß ist als Mann und Frau. Gell? Nein, nein, lass nur an, bitte. Ich kann ja, ich hätte sie auch anziehen können. Liebe Anja, du hast ja im Vorfeld alle Missen schon kennengelernt beim offiziellen Vorab-Shooting. Wie sind sie dir denn davor gekommen? Auf jeden Fall alle sehr, sehr bemüht, sehr offen für Tipps und Tricks, sehr engagiert. Also ja, nur positive Eindrücke gesammelt eigentlich. Jetzt sitzt du in der Jury. Die nächste Frage, ich sag's vielleicht dazu, ist verfänglich. Gibt es für dich nach der ersten Wertung schon eine Kandidatin, wo du sagst, das ist meine Favoritin? Habe ich auf jeden Fall schon, das verrate ich jetzt natürlich nicht. Ich lasse es eher spannend. Ich würde gern wissen, ob meine Intuition die richtige war. Ob die weibliche Intuition in dem Fall stimmt, die ja angeblich immer stimmt. Model und Miss, das bist du ja beides in einer Person. Gibt es da eigentlich einen Unterschied? Zwischen Model und Miss? Auf jeden Fall. Also ich glaube, eine Miss repräsentiert ihr Bundesland, ein Model repräsentiert in dem Moment des Jobs einfach die Mode, die sie einfach präsentieren muss. Das sind zwei ganz große Unterschiede. Bei einer Miss ist es einfach wichtig, dass der Charakter stimmt, dass die Kommunikationsfreudigkeit stimmt. Bei einem Model, sage ich einfach, sind andere Werte wichtig. Also es gibt ganz, ganz viele Unterschiede, auf jeden Fall. Wir sind auf alle Fälle mal schon sehr gespannt, wie du die neue Miss Kärnten in Szene setzen wirst, die wir dann vielleicht bei dir sehen werden.
Genau, Herr Kackl, Chefredakteur vom Kärntner Monat, mit welchen Erwartungen sind Sie denn heute hergekommen in den Ballsaal? Naja, dass ich das sehe, wo Sie jetzt sehe, viele schöne, nette Mädchen. Und Sie haben viele schöne Mädels gesehen? Ja, wohl. Was sagen Sie zu den Finalistinnen bis jetzt? Ja, es ist meine Erwartung. Ich habe die Bilder schon vorher gekannt und es entspricht den Erwartungen. Ja, wobei oft schaut man ja in echt wieder anders aus als auf den Fotos. Haben Sie alle erkannt? Nein, da habe ich nicht alle erkannt, aber mit Hilfe des Zettels dann schon. Gut, wir sagen ja immer die Namen dazu, das ist dann sicher hilfreich. Wie ist so die Stimmung unter den Juroren? Wird da ein bisschen getuschelt da? Wie viele Punkte gibst du und was mache ich? Das weiß ich nicht, ich schaue nicht, weil ich darf nicht schauen, ich stehe drin, ich darf nicht schauen, was die Frau neben mir und der Herr neben mir tut, deswegen schaue ich nur gerade aus und auf die Mädchen. Also wie in der Schule, es wird nicht geschummelt. Ja, genau. Sehr löblich, Herr Kackl, Dankeschön. Ja, also das ist wirklich eine Vorbildjury und wir sagen danke, Horst Kackl und Anja Kopic. So, beim Absteigen gibt es auch wieder Punkte. Ja, aber das war eindeutig eine 6 und eine 6 zweimal. Wirklich, sehr, sehr schön runtergegangen. Das sind 12, das schaffen wir auch noch mit dem Rechnen. Wir machen weiter mit den Nächsten in der Jury. Zwei Herren, die dürfen wir auf die Bühne bitten. Dem einen ist Schönheit sein täglich Brot, kann man wirklich sagen. Und der andere macht Frauen mit seinem Schmuck noch schöner. Auf die Bühne bitten darf ich den misskernten Beauty-Experten, Schönheitschirurg Dr. Peter Durnig. Und zum anderen unseren offiziellen Schmuckpartner Johannes Kranzelbinder von Mythos Edelstein Kranzelbinder in Pörtschach. Herr Durnig, herzlich willkommen. Hallo. Schönheit liegt ja quasi im Auge des Betrachters, sagt man. Aber was uns interessiert, gibt es auch irgendwie eine wissenschaftliche Definition von Schönheit? Kann man da irgendwas sagen? Ja, es gibt schon ganz eindeutige Merkmale, die Schönheit ausmachen. Jetzt im Gesichtsbereich zum Beispiel Symmetrie oder Jugendlichkeit, aber sehr oft auch das gewisse Etwas. Und ich habe mir die Gesichter vorher angeschaut und analysiert und lasse mich jetzt so von dem Eindruck in echt noch beeindrucken und bin schon gespannt. Sie sagen das gewisse Etwas, kommen da auch Damen zu Ihnen und sagen so, ich hätte jetzt gern das gewisse Etwas? Die Vorstellungen sind schon ziemlich genau und auch sehr realistisch, muss man sagen. Was sind denn so die Schönheitstrends derzeit? Womit kommt man denn am meisten zu Ihnen? Also Natürlichkeit ist wichtig und sanfte Behandlungen letztendlich. Und oft ist weniger mehr, also übertreiben soll man nie. Aber man kann nicht sagen, okay, jetzt liegt die Nase im Trend 2018 zum Beispiel. Na, es ist ziemlich ausgeglichen. Immer das Gleiche. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Schönheitschirurg zu werden? Ja, ich finde es einfach einen der spannendsten Berufe, den es gibt. Hat mit Handwerklichkeit zu tun und einfach auch mit der Liebe zur Schönheit und den Zauber, den es ausmacht und der Grund, warum wir alle hier sind heute. Schön, wenn man mit dem Ergebnis dann zufrieden ist, oder? Genau. Mhm. Vielen Dank. Darf ich noch eine Frage nachschießen, Herr Durnig? Ist es eigentlich schlecht, wenn es jetzt nur schöne Frauen gibt, weil Sie da nichts zu tun haben? Nicht unbedingt, nein. Es gibt immer was zu tun. Ja? Vielen Dank, Anne-Peter Durnig. Und wir machen weiter mit Johannes Kranzelbinder. Wir gehen ein bisschen weiter nach vorne, ins Scheinwerferlicht. Denn sie blendet es heute Abend nicht, die Sonnenbrille bleibt drauf. Genau, die bleibt drauf. Sie ist eine optische, nur damit jeder weiß. Also ich habe nicht so tiefe Augenringe, es ist wirklich eine optische. Ja. Das heißt, Sie haben gestern schon ein bisschen die Misskärntenwahl vorgefeiert? Natürlich. Oder Mut angetrunken dafür, dass Sie in der Jury sitzen? Ach, da bin ich zu frech, also ich brauche keinen Mut. Johannes Kranzelbinder, schöne Frauen und schöner Schmuck gehören untrennbar zusammen. Da werden Sie mir wahrscheinlich nicht widersprechen, oder? Definitiv, also... Die Frage war vorher gestellt, was machen Sie, wenn es nur noch schöne Frauen gibt? Ja, dann kommen Sie zu mir. Dann werden Sie noch schöner. Dann werden Sie noch schöner. Und noch wertvoller. Ja, das sind Sie eh von vornherein schon, aber sagen wir mal so. Ja. Sie haben das Geschäft in Pörtschach am Monte-Carlo-Platz, eine eigene Kristall-Erlebniswelt. Was erwartet denn die Besucher dort genau? Weil das klingt sehr, sehr spannend. Ja, es ist jetzt, da müsste ich sehr weit ausholen, ganz ehrlich gesagt. Es ist ein Familienunternehmen in der dritten Generation geführt. Und wir haben drei Geschäfte da in Kärnten, wobei zwei Ausflugsziele sind. Eines in Wien
Und in meiner Ausflugs- oder in meiner Erlebniswelt sieht man eigentlich alles, was mit dem Thema Mineralien, Steine, Fossilien, vor allem sehr viele Fossilien, zu tun hat. Und auch ein bisschen Geschichte der Familie Kranzlbinner. Immerhin ist mein Großvater der Gründer gewesen, 1914 schon. Und deswegen erfährt man da ein bisschen über die ganze Geschichte. Das war sehr interessant. Wir werden Sie heute noch mit der Kandidatin zusammenbringen, die Geschichte studiert. Ihr habt euch dann sicher einiges zu erzählen, glaube ich. Ja, schauen wir mal. Ich sage an dieser Stelle danke für Ihr Engagement und auch weiterhin viel Erfolg jetzt dann gleich beim zweiten Wertungsdurchgang an Peter Durnig und Johannes Kranzlbinner. Dankeschön. Und die Missen, die waren natürlich auch selbst schon vor Ort in der Kristall-Erlebniswelt beim Mythos Kranzlbinner in Börtschach und natürlich auch da war die Kamera mit dabei. Trying to pay rent, I gotta work it out, but it ain't that easy. Work 9 to 5, can't sleep at night, my money's all spent. I do anything and I go crazy. Whoa, miss the days when I was 18. Whoa, wish that I could turn back time. So, ich glaube, wir haben genug gewartet, oder? Ich habe gesehen, Sie haben alle schon frische Getränke geholt, sind es wieder fit. Ist nachgerüstet, das passt sehr gut. Die Kehlen sind wieder etwas feuchter als zuvor. Ja, wieder es kann geölt. Wieder laut werden. Und wir wollen wieder mehr von unseren Missen sehen. Und wir werden jetzt auch richtig viel von unseren Missen sehen. Viel nackte Haut nämlich. Es geht nämlich um den Bademodendurchgang. Und zwar gibt es heiße Ware vom kultigen Modelabel Klagenfornia. Und dazu wertvollen Schmuck aus dem Hause Mythos Kranzlbinner. Also ja, mit dem Schmuck und dem Ganzen ging es sich schon ein kleines Auto aus. Ja, das ist locker drinnen. Ja. Und wir machen jetzt diesen Catwalk wieder frei für unsere fantastische Band Blowing Doozy. Und die spielen jetzt den Marsch im wahrsten Sinne des Wortes für unsere 14 Kandidatinnen. Bitte frei. Thank you.
unsere 14 Kandidatinnen. Und darf die Band bitte noch mal kurz da bleiben? Und darf sie jetzt auch kurz liebes Publikum zur Jury machen? Und ich bitte sie jetzt um ihre Bewertung für die Band des heutigen Abends. Mit den Händen. Beide Hände nach oben ist die 10. Wer hat sich die 10 verdient für Blowing Doozy? Und jetzt klatschen. Sehr gut. Blowing Doozy. Vielen Dank, Burschen. Und jetzt wird es auch wieder so richtig spannend. Es geht nämlich weiter mit Wertungsdurchgang 2. Die Kandidatinnen haben also wieder die Möglichkeit, die Jury von sich zu überzeugen und wertvolle Punkte zu sammeln. Sie bleiben im Klagenfurnia Beach Outfit mit dem Schmuck von Mythos Edelstein Kranzelbinder in Börtschach. Und gestylt sind die Damen worden von den sympathischen Mädels von Cambio Beach, Beauty Academy. Beach Outfit Beauty Academy. Das ist auch ein richtig schöner Zungenbrecher. Ja. Wir wünschen jetzt viel Erfolg beim zweiten Wertungsdurchgang und wir freuen uns auf Start Nummer 1. Sie kommt aus Klagenfurt, Jasmin Oberdorfer. So, Jasmin, die Jury blickt dich an, hat dich schon angeblickt und wir blicken auf die Zahlen, die du jetzt bekommst. Bitte nach oben halten und lange oben halten. Jetzt geht es um ganz, ganz wichtige Punkte. Wir haben die 5, die 5, die 6, 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 die 6 und noch einmal die 5. Also Jasmin, es scheint so, als hättest du die Jury auf deiner Seite. Ja. Jetzt hast du das Gröbste überstanden. Ja, Gott sei Dank. Also ich bin total froh, dass ich heute da sein darf und dass ich das alles miterleben darf. Aber ich glaube, die Aufregung, das war einfach so viel die letzten Tage. Aber jetzt sind so langsam viele wie sogar wohl auf der Bühne. Also. Das Schlimmste ist aber überstanden. Für Start Nummer 1, Jasmin. Und weiter geht's auch gleich mit Start Nummer 2, Kerstin Sutterlütti. Muss übrigens, was ich vergessen habe, Jasmin hat 69 Punkte bekommen. Kerstin, wir sind gespannt auf deine Punkte. Gutes Gefühl. Schauen wir mal. Das schaut gut aus. Die 5. 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 Und ein Ausreißer. Die 4. Es wird gerechnet und gerechnet. Wer hat die 5er Reihe geübt und einmal den 4er dazu? Das sind 59 Punkte für dich. Dankeschön. Und Wertungsdurchgang Nummer 2 für die Startnummer 3. Es ist die joggende Villacherin Julia Radl. Ah, Julia, wie geht's dein Puls? Ja, ist ziemlich hoch, ja. Aber solange er hoch ist, ist es gut. Ganz niedrig und nicht vorhanden ist schlecht. Wir schauen jetzt einmal. Und ich darf die Jury um die Bewertung bitten. Wir haben hier die 5, die 5, die 5, die 5, die 5, die 6, die 4, noch einmal die 4, die 6, die 6 und die 5. Und wir warten ganz gespannt auf deine Gesamtpunkteanzahl. Es geht ja um den Einzug ins Finale der Top 5. Der Kontrolltisch rechnet, kontrolliert. Das macht eine Punktezahl von 61. Und wieder klatscht der eine Julia mit der anderen Julia ab. Julia Maria Ebner, Start Nummer 4. Julia, jetzt bin ich neugierig geworden. Fesches Tattoo, was ist da zu sehen? Ja, das ist die Amy Winehouse.
halb Totenkopf, halb sie, weil sie ja leider schon tot ist und sie ist gesanglich ein sehr, sehr, sehr großes Vorbild von mir. Großer Amy Winehouse-Fan sozusagen. Sehr, sehr großer. Cool, hat es wehgetan, das Stechen? Ja, es war eins von meinen ersten Tattoos, oder beziehungsweise ich habe nur zwei, aber es hat sehr wehgetan, weil es hat einfach 6 Stunden gedauert und das war das erste. Bah. Okay, ich kenne mich aus. Julia, wir warten auf deine Punkte. Liebe Jury, 5, 6, 6, 6, 6, 5, 5, 6, 6, 5 und 6. Das schaut schon mal sehr gut aus. Wir warten auf die Gesamtpunktezahl. Es wird gerechnet. Nervös? Ja, schon. Also es geht dem Ende zu. Ich glaube, wir sind alle sehr, sehr nervös. Es geht schon langsam ja auch um einiges. Und da darf auch wirklich kein Fehler gemacht werden beim Rechnen. Da nehmen wir uns natürlich auch gerne die Zeit. Überschlagsmäßig schon mitgerechnet? Nein, eigentlich in der Aufregung vergisst man das eher alles. Gott sei Dank wird das für uns erledigt. Es ist die Gesamtpunktezahl 67. Dankeschön. Und jetzt der zweite entscheidende Auftritt für Start Nummer 5. Sie ist eine belesene Sportlerin aus Klagenfurt. Es ist Dalila Nikic. Dalila, das war's, du kannst eigentlich nichts mehr beeinflussen, aber ich denke mir, es fällt eine ordentliche Last von den Schultern. Ja, schon. Also es war schön, da mitgemacht zu haben und also ich habe viele Erfahrungen gesammelt und ja, ein bisschen traurig bin ich schon, dass es heute zu Ende ist. Na, aber vielleicht geht dir die Reise jetzt erst richtig los für dich. Die Jury hat es in der Hand und ich darf euch um die Bewertung bitten. Kehrt hier nach oben. Und da haben wir, jetzt warten wir auf die letzten zwei, wir haben eine 6 und der Rest sind alles 5er. Also fast ein einstimmiger Beschluss jetzt, einmal die 6, der Rest waren 5er. Da geht sich eine ordentliche Punkteanzahl für dich aus. 61 Punkte, liebe Dalila. Bühne frei für Start Nummer 6, Jessica de Leon. Jessica lächelt zuversichtlich. Ja, sehr. Wir warten auch gleich auf deine Punkte. Wir schauen noch, was die Zuversicht bringt. Das ist die 4. Nochmal die 4. Die Jasmin Wedenig überlegt noch. Sie weiß, es geht um viel. Oh, da ist was passiert. Kleines Missgeschick heute bei der Miss Kärntenwahl. Auch die 4 von Jasmin Wedenig. Nochmal die 4, die 4, die 6, die 5, die 4. Die 5, die 5, die 4. Jessica, passt das so? Ja, passt, danke. Wir warten noch auf die Gesamtpunktezahl. Was macht die Nervosität so im Laufe des Abends? Ja, jetzt ist eh schon besser. Super. Bei euch schon wieder Gaude, Backstage und so? Sehr. Super. Wir warten auf die Gesamtpunktezahl. Es geht um den Einzug in die Top 5. Es wird nochmal nachgerechnet, ob das wohl stimmt. Es ist die 53, Jessica. Dankeschön. Und der entscheidende Walk ist es jetzt auch für Start Nummer 7. Es ist die fitte, tätowierte Klagenfurterin Caroline Bodner. Caroline, du hast mir heute auch verraten, viele Tattoos hast du dir übrigens auch selbst gestochen. Ja, aber da, wo man bei den Körperstellen dazukommt. Also der Schriftzug am Schienbein ist zum Beispiel selbst gestochen. Was wäre jetzt prinzipiell noch frei, solltest du Miss Kärnten werden? Bitte? Was wäre prinzipiell noch frei, wo du selbst stechen kannst, solltest du Miss... Das geht sich aus. Das rechte Bein, ja, das geht sich. Der Schriftzug ist drinnen. Dann schauen wir einmal auf die Jury. Welche Wertung du bekommst, kehrt hier nach oben.
Wir haben die 5, die 5, die 6, die 5, die 6, die 6, die 6, die 6, die 5, die 5 und noch einmal die 5 von Otto Retzer. Das nenne ich einmal eine ordentliche stattliche Ausbeute. Ja, ich bin sehr zufrieden. Wir rechnen einmal zusammen. Der Kontrolltisch und unser Jurist, der überprüft alles noch einmal. Sollte es irgendwelche Zweifel geben, werden wir natürlich noch einmal die Kärtner nach oben bitten. Welche Gesamtpunkteanzahl wird es für die Caroline? Damit sie schon langsam sich im Kopf ausmalen kann, welches Tattoo dann gestochen wird. Es ist einmal auf alle Fälle, bei euch ist ein Kugelschreiber aus, kann das sein? Das ist vorne, es ist 65, ja? Ich wollte was rausholen für dich, weißt? Vielleicht wäre es 105 gewesen. Das ist deine Punkteanzahl, 65 für Caroline Bodner. So, der Fanclub von der Caroline ist nicht zu überhören. Wo sind die Fans von Melissa Sapetschnik? Jawohl, Melissa Sapetschnik bitte zu mir auf die Bühne. Super, Melissa, alles okay bei dir? Ja. Schaut echt gut aus, der Badeanzug, muss ich sagen. Also Badeanzüge kann man schon wieder anziehen, gell? Vor ein paar Jahren hätten wir es noch nicht gemacht, jetzt schaut es richtig lässig aus. Ja, genau, ich freue mich auch richtig, im Sommer den anzuziehen. Perfekt. Bräunen darin passt sicher super. Wie bitte? Das Bräunen darin funktioniert sicher super. Oder nicht? Nicht? Naja, immer den gleichen anziehen, dann passt das schon. Wir warten auf deine Punkte, Melissa. Es ist die 5. Die 5. Die 4 von Jasmin Wedenick. Die 5 von Markus Galli. 4, 5, 5, 5, 5, 5 und 5. Wir warten auf die Gesamtpunktezahl. Da darf natürlich nichts schief gehen. Es ist die 58. Dankeschön, Melissa. Unsere Startnummer 9, die sammelt Missentitel wie Jasmin Wedenick Strafzettel im abgelaufenen Jahr. Wie wir gehört haben, als sie mit dem Missmobil unterwegs war. Jetzt Bühne frei für Startnummer 9, Blerta Doberluca. Blerta, was mich die ganze Zeit schon interessiert, ist es eigentlich immer derselbe Gesichtsausdruck, den man hat, wenn man da rausgeht? Nicht immer, nein. Also man muss lächeln, dann ein bisschen seriöser wirken, je nachdem, was man halt anhat. Hast du das Gefühl, es hilft dir weiter, wenn du den einen oder anderen in der Jury anzwinkerst? Das weiß ich nicht. Mal sehen. Wir werden mal sehen, wenn du jetzt angezwinkert hast. Ich darf euch bitten, die Kärtchen nach oben zu geben. Aha. Beim Andreas Hulbau hast du offenbar nicht gezwinkert. Wir haben jetzt einmal die 5 stehen, die 4, die 5, 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 die 5 und noch einmal die 5. Das ist die Wertung für Blerta. Wir warten auch noch auf deine Gesamtpunkteanzahl. Aber du kannst gerne bitte noch einmal, damit wir den Gesichtsausdruck noch einmal studieren von dir. Wir rechnen in der Zwischenzeit zusammen, wie viel sich ausgegangen ist. Liebe Blerta, eine Gesamtpunkteanzahl jetzt von 58. Und wie viele wird sie machen? Es geht weiter bei uns auf der Bühne mit Anja Kinzel. Anja, was ich mich ja die ganze Zeit schon frage, ich meine, ihr seid ja Vollprofis, aber wie geht's euch in den Schuhen? Naja, es ist nicht so einfach. Schaut aber gut aus. Danke. Wie bist du privat unterwegs? Auch eher mit Hohenschuhen? Nein, eher in Turnschuhe oder Espadrillos. Bissi muss noch durchhalten heute. Funktioniert aber bis jetzt ganz gut. Anja, wir schauen uns deine Punkte an. Es ist die 5. Die 5. Die 5. Die 5. Die 4. Die 4. Die 5. Die 6. Und noch dreimal die 5. Gutes Gefühl? Ja, schon. Wie taugt dir der Abend bis jetzt? Nein, es ist super, muss ich so. Passt. Das ist eine wunderschöne Erfahrung in diesem schönen Ballsaal.
deine Punkte stehen fest, ebenfalls 58. Jetzt wird es wieder laut werden in Velden und rundherum. Sie wird vielleicht die nächste Ehrenbürgerin. Hier ist die Startnummer 11, Johanna Zarka. Ah, Johanna, man sieht dir förmlich jetzt ein bisschen die Anspannung entweichen. Ja, auf alle Fälle. Es geht langsam. Voll von am Ab, ja. Jetzt kann es eigentlich nur noch ein lässiger Abend werden. Auf alle Fälle. Da spricht natürlich auch die Jury ein gehöriges Wörtchen mit. Und ich darf euch um die Wertung bitten. Kärtchen nach oben. Wir haben die 6, die 6, die 6. Die 6 bei Markus Galli. Die 6, die 5, die 6, die 6, die 6, die 6. Und noch einmal die 6. Wow. Jetzt ist es definitiv mindestens schon jetzt ein guter Abend. Auf alle Fälle, ja. Jetzt wird zusammengezählt und wir haben eine Gesamtpunkteanzahl von... Ich sehe hier von Weitem das erste Mal eine Zahl vorne stehen, die wir heute so noch nicht vorne stehen hatten. Die Jury rechnet jetzt noch einmal nach. Das 1x1 aus der Volksschule wird noch einmal hervorgekramt. Und wir haben 71! Viola Reiter will und wird nachlegen. Bitte zu mir auf die Bühne. Einfach nur noch zu dir. Ja, kein Problem. Du, ich finde, das schaut super aus. Ja? Anna muss sich blamieren. Nein, du blamierst dich doch nicht. Also, so eine wunderschöne Frau in so einem schönen Badeanzug auf einer Bühne kann sich nicht blamieren. Findet sich auch die Jury. Wir warten auf die Punkte. Na bitte, eine 6, eine 6, eine 5, eine 5, eine 5, eine 6, eine 5, eine 5, 5, 5, 5 und du redest vom Blamieren. Schauen wir mal. Also ich muss sagen, du lächelst noch immer siegesicher. Ja. Ich meine, bei diesen Punkten, wir sind gespannt auf die Gesamtpunktezahl. Der Kuli spielt so gerade noch mit 63. Danke, Viola. In der Halle, da beherrscht sie am Netz den Aufschlag hier am Catwalk. Liebt sie den Augenaufschlag. Hier ist die Volleyballspielerin aus Klagenfurt. Startnummer 13, Lisa Marie Gerasdorfer. Lisa, beim Volleyballspielen kommt es ja auch viel aufs Baggern an. Ja, genau. Aber ich tue eher Pritschen, ich bin auch Spieler. Okay. Wobei, schauen wir mal, ob man mit Pritschen oder Baggern eher die Gunst der Jury erhält. Bitte um die Wertung. Und da gehen Sie hoch, die Kärtchen. Die 5, die 5, die 5, die 5, die 6, die 5, die 5, die 5, die 6, die 5 und noch einmal die 5. Das ist ordentlich. Ja, das passt, danke. Wir rechnen zusammen. Freuen uns, dass du auch noch einmal den Catwalk beschreiten wirst, wenn wir deine Gesamtpunkteanzahl haben. Es ist 62. Und jetzt geht es noch einmal um alles für die St. Veiterin in der Runde, für Alisa Zenoni. Lisa, wir freuen uns jetzt natürlich auch auf deine Bewertung. Du hast diesen Walk genossen. Ja, schon. Wie hoffentlich bis ja auch den gesamten Abend. Ja, auf jeden Fall. Sehr schön. Dann darf ich die Jury noch einmal um die Bewertung bitten. Wir haben für dich, liebe Lisa, die 5, die 5, die 5, die 5, die 5, die 4, die 5, die 4, die 5, die 5. Otto Retzer überlegt und hebt die 4.
und wir rechnen zusammen, welche Gesamtpunkteanzahl sich bei dir ausgeht bei diesem zweiten Wertungsdurchgang. Geht es sich aus für die Top 5, die Richtung Finale starten werden? Es war eine ordentliche Leistung von allen hier auf dem Catwalk, aber weiterkommen können jetzt einfach nur 5. Es wird zusammengerechnet. Lisa, das ist für dich eine Gesamtpunkteanzahl von 52. Und falls einige unter Ihnen ganz genau mitgerechnet haben und sich manchmal gedacht haben, okay, ich wäre auf ein anderes Ergebnis gekommen, das liegt daran, dass manchmal auch Punkte vom Punkterechnertisch abgegeben worden sind. Das läuft genau alles richtig und nach Plan ab. Und wir haben jetzt auch für Lisa noch 57 als Punkteanzahl. Ja? Ich habe früher den Zweier falsch gelesen. Das war mein Fehler. Ja? Also Lisa kommt auf 57 Punkte und noch einmal einen ordentlichen Gesamtapplaus für alle 14 Kandidatinnen. Und besonders schön diese Badeanzüge, oder? Ja, also wirklich, sie hätten ruhig noch einmal laufen können. Ja, Klagen vorhin, ja. Da sehen wir auch noch einen kurzen Film zum Thema über die Kult-Beach-Mode. Klagen vorne, ja, cooles Label. Und da muss ich auch noch eines sagen. Ich bin ja noch in einer Zeit groß geworden, da haben Badeanzüge eigentlich nur die Omas getragen. Ja, das aber ist jetzt nicht mehr diese so, diese Zeit ist lange, lange vorbei. Schaut richtig cool aus. Unser Kontrolltisch rechnet jetzt, was das Zeug hält, wer es denn unter die Top 5 schafft. Ihr rechnet doppelt und dreifach nach. Und während die Mädels hinter der Bühne zittern, lassen wir ihn noch einmal auf die Bühne. Wir freuen uns auf den nächsten Live-Act. Und einen kräftigen Applaus bitte für Leo Abara. Die Leute haben gesagt, ich bin Afrikaner. Was ist das? Ungezogen. Schneller als ein Model. Baby girl, hey! Boom, boom, boom with the girl next door. I'm playing Macarena with folks with Alena. Say do, do, do. I do and I flow and I turn on the table. Up. Watching all the fish swim in the sea. Everyone has a girl to love but me. Hey! I'm small, I have pimples on my nose. Hey! Yeah, you're right. I'm a loser, one of those. Proper, proper. Jumbo. Jumbo lions, Jumbo, be brave tonight. Hey! Jumbo, Hakuna Matata. Hakuna Matata! Jumbo, let's dance all night. Baby girl, don't give up tonight. Don't give up inside and you'll find someone standing by your side. Baby girl, cannonball. Don't give up tonight. Don't give up inside and you'll find someone standing by your side. Sitting in the corner, watch my dream go by. Oh, I can't get a word out because I'm too shy. Now he's talking to her, sweeps her off her feet. Dancing to the rhythm, come here and dance with me. Hey! Jumbo, Jumbo Lions.
Jumbo, be brave tonight. Jumbo, Hakuna Matata. Jumbo, let's dance all night. Sing! Don't give up tonight. Don't give up inside. And you'll find someone standing by your side. Baby girl, baby girl. Don't give up tonight. Don't give up inside. And you'll find someone standing by your side. Na 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 na. Baby girl, I will hold you tight. Na na na. Girl, I will hold you tight. Na, 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 na. Here we go, here we go now. Na, 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 swap. Na, na, na. Swap up, swap up, swap up, swap up. From Chicago to Ohio, West Virginia, Mount Playa. We could dance, dance, dance to the stars, stars, stars. From Orlando, New York City, to Nevada, Mississippi. We can dance, dance, dance to the beat, baby, baby. Don't give up tonight. Don't give up inside. And you'll find someone standing by your side. Baby girl, baby girl. Don't give up tonight. Don't give up inside. And you'll find someone standing by your side. Krapa! Baby girl. Baby girl, baby girl. Baby girl, baby girl. Jumbo, 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 jumbo. Little girl, don't give up tonight. Don't give up inside, and you'll find someone standing by your side. Baby, baby, baby girl. Don't give up tonight. Don't give up inside, and you'll find someone standing by your side. Krapa! Jumbo! Das ist Mr. Leo Abara! Jumbo! Jumbo Unchained wird übrigens der nächste Hit dann. Leo Abara kann, glaube ich, im wahrsten Sinne des Wortes ein Lied davon singen. Musik macht sexy. Er nickt, ja? Er nickt, ja. Ich weiß nicht, ob ich noch sexy bin, aber... warte, es war mal, komm mal her, es war mal schön. Na bitte, Leo, komm mal her, wir haben ja eine Jury da. Wir haben eine Jury da, das können wir rausfinden, ob der Leo Abara noch sexy ist. Da sind schon drei aufs Klo gegangen. Ja. Kann ich nur noch verlieren. Kann dir zugutekommen. Sechs. Es ist halt gemein, dass nur eine Frau da ist. Das drehen wir mal um, das ist einmal ein Neuner, so fangen Sie mal an. Eindeutig, vollkommen zu Recht. Moin. Und ich habe mit niemandem von euch geschlafen, oder? Mit dir vielleicht. Ja, was so eine Misswahl alles zutage bringt, was man eigentlich gar nicht wissen wollte. Danke, Leo Abara. Bitte. Wir werden ihn heute natürlich noch einmal hier auf der Bühne sehen. Auch PS wirken magisch anziehend auf Frauen. Davon kann er ein Lied singen, der Martin Sinschnick. Er stellt auch in diesem Jahr wieder das Auto für die Miss Kärnten 2018 zur Verfügung. Und dieses Auto haben die Missen ja auf der Freizeitmesse auch schon einmal testen dürfen. Und zwar auf eine, ja, ganz, ganz besondere Art und Weise. Ja, es soll ja auch so ganz böse Zungen geben, die sagen, Frauen können nicht einparken. Keine Ahnung, was die damit meinen. Also das ist ein Gerücht. Ja, stimmt doch gar nicht, oder? Wer findet, dass Frauen nicht einparken können? Hand hoch, wer sich traut zum... Da zeigen Frauen auf, interessanterweise. Okay. Bitte vor allem in der Schlosshotelgarage aufpassen. Da steht ja dann der ein oder andere Porsche. Kann das Einparken dann sehr, sehr teuer werden. Auch bei dem Auto, wo Antenne draufsteht, bitte ein bisschen aufpassen. Ja, das wäre auch ganz nett. Auf jeden Fall unsere Missen, die wollten das Gegenteil beweisen. Und zwar, dass Frauen sehr wohl einparken können bei der Einpark-Challenge. Davon gibt es auch ein Video. Also die Kandidatinnen haben erstens schon einmal den neuen Maker kennengelernt, den Hauptpreis bei der Wahl. Aber dann wird es spannend. Wir gehen um 2 Uhr raus in Kooperation mit dem ÖNTC. Wird draußen eine Einpark-Challenge passieren. Und die Einpark-Challenge soll ein bisschen zeigen, wer schon ein bisschen Feeling zum Autofahren hat, wie übersichtlich das Auto ist, wie das mit rückwärts einparken ist, ja, wie man in Schwitzen kommt und so weiter. Lassen wir uns überraschen. Das Fahrzeug steht jetzt in der Startposition in einer Parkbucht, gekennzeichnet durch diese orangen Kegel. Auf das Kommando fährt sie dann los, gegen den Uhrzeigersinn um das Rondeau, durch 4 Tore.
und muss dieses Fahrzeug wieder so in Parkposition bringen, wie es jetzt steht, ohne dass sie hinten die Kegel berührt und vorne aber mindestens über der Kante steht. Das heißt, relativ genau einparken, plus minus 10 cm. Gut. Bist du streng? Ich bin kurzsichtig und bei der Uhr verschaue ich mich manchmal. Handbremsen runter und die wird am Start. Ich brauche den Spiegel noch. Okay, Schwingspiegel, ja. Wichtig, Digga. Wie zufrieden warst du jetzt mit dieser Performance unserer jungen Damen? Sehr zufrieden. Also ich glaube, wir haben mit einem Klischee aufgeräumt, nämlich dass Mädels und Damen nicht rückwärts einparken können. Wir haben heute einen kleinen Vorgeschmack bekommen, wie die Damen sich hinter dem Steuer und in legerer Kleidung eben bewegen. Und am 20. April in einem würdigen Rahmen im Schlosshotel Velden, da werden wir in diesem edlen Ambiente die Miss Kärnten 2018 wählen, in drei verschiedenen Durchgängen. Also da ist von legerer Kleidung über elegante Petticoats von der Kunststätte Klagenfurt bis hin zu sexy Badeanzügen von Klagenfornia alles dabei. Also da bekommt man dann dementsprechende Einblicke und wir werden da eine würdige Miss finden. Und wer diesen Termin beiwohnen möchte, ist herzlich eingeladen, am 20. April ins Schlosshotel Velden zu kommen. Tickets gibt es noch auf office@misskernten.at oder einfach auf unserer Instagram- oder Facebook-Seite vorbeischauen. Da sind wir laufend, so wie auch heute, live unterwegs und berichten über alle Aktivitäten unserer Miss. Also Frauen können einparken. Ja, ja. Also ja. Ich habe nie das Gegenteil behauptet. Ja. Niemals. Würde ich mich nicht trauen. Aber gut so. Wir wollen noch ein sehr, sehr bekanntes Thema aufgreifen in dieser illustren Runde. Wer hat das sauberere Auto? Wer findet, dass Frauen im Auto sauberer sind? Bitte Hand hoch. Okay. Wer findet, dass Männer im Auto sauberer? Upsala, was ist da passiert? Ja, ich glaube, es ist ein eindeutiges Voting und auch das sollten wir jetzt herausfinden, denn es hat nicht nur eine Einpark-Challenge gegeben, sondern es hat auch eine saubere Performance gegeben bei der Startnummernauslosung und zwar bei Carlovers in Klagenfurt und auch da war die Kamera natürlich mit dabei. Herzlich willkommen hier bei Carlovers zur offiziellen Startnummernauslosung. Danke auch an Autohaus Sinschnick. Bisschen neidisch bin ich schon, dass ich den jetzt nicht bekomme. Also ob sie wirklich eine saubere Performance da abgeliefert haben, das werden wir jetzt überprüfen. Wir dürfen die nächsten Jurymitglieder auf die Bühne bitten. Patrick Jonke von Carlovers und Martin Sinschnick vom Autohaus ist schon da. Bitte einen kräftigen Applaus. So, wir stellen uns hier in der Mitte auf. Wir tauschen einmal durch. So, perfekt. Corinna hat die gemeineren Fragen, deshalb. Ja, natürlich. Herr Sinschnick.
Welchen Flitzer wird denn die Miss Kärnten bekommen diesmal? Ja, die Miss Kärnten bekommt den Nissan Micra, der vor der Tür ausgestellt ist, in einer Agenda-Ausstattung. Diesmal in Rot. Wir haben schon angekündigt, wir werden das Fahrzeug viermal über das Jahr tauschen. Wie gewohnt, wir werden die Farbe wechseln. Da kann sie auch ein bisschen auch die Farbe auswählen und die Ausstattung. Sie haben meine Frage nämlich vorweggenommen. Die einzige Frage, die mich eh interessiert hat, ist, welche Farbe? Nee, wir beginnen mit einem Weinroten. Das passt ganz gut. Und dann schauen wir, was so passiert. Ja, weil die Männer interessieren sich immer für PS und bla bla bla. Also uns Frauen ist die Farbe wichtig. Nicht nur den Damen. Kommen auch Frauen zu Ihnen, die sagen, okay, blau soll er sein, Marke, wurscht? Nein, es kommen viel mehr Frauen, die sagen, okay, der muss so viel PS haben, der muss alle Abkürzungen haben, die ich kenne. Und ich will das entscheiden, passt da. Aha, wieder mal falsch gedacht. Haben Sie ein gutes Gefühl, dass der Nissan Micra jetzt auf jeden Fall in gute Hände kommt, auch nach der Einpack-Challenge? Gerade nach der Einpack-Challenge. Ich war ein bisschen überrascht. Ich meine, ich war relativ entspannt, weil ich bin nicht daneben gesessen. Das haben die Herren vom ÖPTC gemacht. Aber im Nachhinein war das Vertrauen bestätigt. Sie sind eigentlich im Schnitt sehr forsch ans Thema rangegangen. Gell? Also rein, richtig aufs Gas, das Rondo rundum. Sie haben es gut gemacht, wirklich toll. Und was man nicht gesehen hat, es wurden ja alle Helferlein abgeklebt und ausgeschalten. Also die ganze Rückfahrkamera, die Sensorik, die Übersichtlichkeit, die das Fahrzeug sowieso unterstützt, wurde ausgeschaltet. Das ist ja gemein. Ja, es war nicht so ohne. Ja, na dann nochmal alle Achtung vor unseren Messen. Gratulation. Ist einen Applaus wert. Danke, Herr Sinschnick. Es ist mittlerweile nach 22 Uhr. Es ist also kein Problem, lieber Patrick Jonker, wenn wir jetzt ein bisschen Dirty Talk machen. Denn wir müssen jetzt noch die Frage aufklären. Wer hat denn jetzt die schmutzigeren Autos? Sind es die Männer oder sind es die Frauen? Ja, diese Frage ist wirklich schwer zu beantworten, weil es kommt sowohl als auch wirklich, kommen wirklich schmutzige Autos zu uns. Ja. Also 50-50? Können wir so sagen, ja. Okay, das ist, glaube ich, die politischste Antwort, die Sie korrekterweise geben können. Ihr seid ja auch Unterstützer natürlich der Miss Kärnten 2018 und die erhält von euch auch etwas ganz, ganz Besonderes. Genau, wir drehen ein Video und haben da drei Missen, die die Gesichter von Carlovers werden und die drei werden wir heute prämieren. Also, es wird nicht nur eine Miss gekürt, die wird dann auch schon Filmstar und vielleicht überzeugt sie dann auch den Otto Retzer und spielt im nächsten Film vom Otto mit. Wer weiß, bei Carlovers hat es noch begonnen. Wir sagen vielen Dank, einstweilen, ihr wart ja schon sehr, sehr fleißig in der Jury. Martin Sinschnick und Patrick Jonker. Wow, und jetzt kommen wir dem Höhepunkt des heutigen Abends wirklich immer, immer näher, denn die fünf Kandidatinnen stehen fest, die ins Finale kommen. Das heißt, ab sofort, alle Punkte, die in der Vorrunde gesammelt wurden, die sind schön, aber die sind weg. Es wird auf Null gestellt. Die Karten werden neu gemischt und jetzt wird die Jury mittels Formular werten. Sie werden nicht mehr die Zahlen nach oben halten. Es gibt eine verdeckte Wertung, die folgendermaßen funktioniert. Die folgendermaßen funktioniert. Die folgendermaßen funktioniert. Darf die Technik um den Einspieler bitten? Weil ich habe mir den Text nicht gemerkt, wie die Einspielung funktioniert. Na, ich mir auch nicht. Aber die Einspielung, die folgendermaßen funktioniert. Vielleicht ist es nun angehalten, in einer verdeckten Wertung ihre Punkte zu vergeben. Unter der verdeckten Wertung versteht man nicht, dass hier versteckt oder geheim gewertet wird, sondern um die Spannung zu erhalten und eine gegenseitige Beeinflussung der Jury zu vermeiden, wertet jedes Jurymitglied für sich. Und ich habe schon gedacht, wir werden getestet, ob wir uns das auch gemerkt haben. Ja, also es ist eine verdeckte Wertung. Niemand sieht etwas. Die 11 Jurymitglieder, inklusive der Janine Baumann, die wird für die Miss Kärnten Corporation natürlich auch mitstimmen, also für die Miss Austria Corporation hier in Kärnten. 12 Personen gilt es jetzt noch einmal zu überzeugen, aber wir brauchen natürlich vorher noch die Finalistinnen. Genau, und zwar die Top 5, die werden gleich zu uns auf die Bühne kommen und zwar in edler Mode von der Kunststätte Klagenfurt von Martina Karole. Die darf ich vorher noch zu mir bitten. Martina, herzlich willkommen und auch an dich, hey, cooles Kleid. Vielen herzlichen Dank. Alle Kleider, die wir bis jetzt gesehen haben, irgendwie alle einzigartig. Was ist die Idee dahinter? Die Idee dahinter ist, etwas zu finden, was für jeden besonders ist, dass jeder das ideale Kleidungsstück für sich selbst findet und sich in dem natürlich auch wohlfühlt. Und ich freue mich
unglaublich, dass wir für alle Mädels ein passendes Outfit gefunden haben. Ja, wir haben ja Backstage auch schon ein bisschen geplaudert. Ich habe mich auch schon angemeldet für den nächsten Anlass. Ich komme vorbei Kleid shoppen. Wie war es denn so, mit den Mädels, mit den Missen gemeinsam zusammenzuarbeiten? Das war super lustig. Die Mädels waren alle total nett. Die waren alle sehr begeistert. Und das ist für mich natürlich auch unglaublich schön, wenn die Mädels reinkommen. Man zeigt ihnen die Kleider und sie strahlen alle. Und dann sieht man 14 Damen im Outfit aus dem eigenen Geschäft. Das kann schon was. Das heißt, du hast sie eine wichtige Zeit lang begleitet. Wie nervös bist denn du jetzt, kurz bevor die Top 5 feststehen? Ja, ich bin sehr froh, dass ich selbst nicht auf der Bühne stehen muss. Und ich stehe aber da hinten, hinterm Paravon und feuer die Mädels an. Dann machen wir das jetzt gemeinsam, oder? Danke, Martina. Dankeschön. Martina Karulle, die Frage ist nur, welche 5 Missen, fast Missen, werden denn ihre Kleidung jetzt tragen? Die werden wir jetzt bekannt geben zum passenden Hit von Sarah Connor, Wie schön du bist. Ladies and Gentlemen, wir präsentieren Ihnen jetzt die Top 5, die es ins Finale geschafft haben. Und hier ist die erste. Johanna Zaka. Johanna hat es mal unter die Top 5 geschafft. Als nächstes ist da Jasmin Oberdorfer. Jasmin, das ist dein Applaus. Nummer 3. Julia Maria Ebner. Und die nächste, die es unter die Top 5 geschafft hat, es ist Caroline Bodner. Eine fehlt noch. Wer macht die Top 5 komplett? Die Spannung ist am Höhepunkt. Es ist Viola Reiter. Das sind sie also, die Top 5, die sich jetzt noch einmal auf dem Laufsteg präsentieren. Und es wird verdeckt gewertet. Wir können mal eines mit Sicherheit sagen, da ist die künftige Miss Kärnten 2018 dabei. Sie weiß es aber selbst noch nicht. Denn jetzt ist die Jury am Wort. Es ist verdeckt ermittelt worden.
und gewertet worden. Und diese Auswertung läuft jetzt. Janine sammelt jetzt alles ab. Und die fünf Finalistinnen sehen wir dann zur spannenden Siegerehrung wieder. Und am Punktetisch wird jetzt wirklich ordentlich gerechnet, was das Zeug hält. Und bevor wir die Gewinnerin des heutigen Abends bekannt geben, möchten wir aber natürlich auch noch wissen, was wartet denn auf die jetzt dann so im nächsten Jahr? Einiges. Genau. Wie geht's weiter? Das interessiert ja immer. Auf jeden Fall, die Miss Kärnten 2018 wird gemeinsam mit der Miss Kärnten 2017, der Jasmin Wedenig, an der Miss Austria-Wahl unser Bundesland vertreten. Vorher geht's für die Kandidatinnen aus ganz Österreich aber noch zur Miss Austria-Akademie in die Therme Geinberg. Das sind spannende Tage mit Workshops, Shootings und viel Spaß. Also das hört sich wirklich lustig an. Klingt so nach der Missen-WG. Ja. Also kann sicher spannend werden. Gibt sicher einen Livestream. Also wenn Spaß irgendwo ist, ist er nicht weit. Und ihn darf ich jetzt auch noch aus der Jury zu uns auf die Bühne bitten. Er ist der Mr. Wörthersee, Mr. Glatze. Er hat sein Leben lang schon mit schönen Frauen zu tun. Sitzt heute in der Jury. Hier ist Otto Retzer. Otto, das ist einmal schön. Das ist ein sehr, sehr cooles Outfit. Ja, ich meine, heute muss man was für die Jugend tun. Du hast heute mitgeholfen, eine neue Miss Kärnten zu finden. Wie schwer ist es dir denn gefallen? Du warst ja teilweise schon sehr kritisch, ist mir aufgefallen. Na, es ist so, erstens einmal muss ich sagen, dass ihr beide es toll gemacht habt, dass ihr die Mädels nicht blamiert habt, dass ihr nicht mit schwulen Fragen gekommen seid. Es ist wahnsinnig schwierig für so ein Mädel da hinauszugehen in einem Badeanzug. Also ich könnte es nicht. Im Badeanzug rausgehen. Nein, es ist wahnsinnig schwierig. Wer aber sehenswert. Wir sitzen alle da angezogen und da geht der Mädel raus im Badeanzug und die eine Tätowierungen, der eine mag eine Tätowierung, ich mag keine. So, das ist halt anders. Aber, dass wir in einem Land leben, wo eine dunkelhäutige herauskommen kann und sagen, ich finde das geil, dass ich heute da dabei sein kann. Und dann kommt der Weißer mit einer Lederhose und singt Akuma Matata. Das ist schön. Und das hat sich einen Applaus verdient. Und damit ist der Abend auch einmal sehr schön zusammengefasst. Du, Otto, hast gesagt, okay, mit Tattoos kann man bei dir nicht punkten. Was macht denn deiner Meinung nach eine Frau richtig schön? Na gut, vor MeToo hätte ich natürlich gewählt lange Haxen. Schönen Arsch und... Er hätte es gesagt, er sagt es nicht mehr. Und jetzt kommt natürlich nur mehr Intelligenz. Bei zwei der drei Sachen kann uns der Peter Durnig nachhelfen. Otto Retzer, wir freuen uns immer, wenn du mit dabei bist. Hast du heute vielleicht auch eine entdeckt, wo du sagst, die hätte ich gerne im nächsten Film dabei? Ja, weißt du, das Problem ist immer, man schaut dir immer so im Publikum auch herum. Und im Publikum wären heute schon einige, die ich gern für einen meiner nächsten fünf Filme dabei hätte. Also bitte gehen Sie nicht nach Hause, bleiben Sie da. Sie sind demnächst in Hollywood mit Otto Retzer. Vielen Dank, Otto. Dankeschön. Aber er hat gesagt, im Publikum, da zählen wir nicht dazu eigentlich, oder? Das heißt, nein, wobei ich hänge ja noch immer bei dem Bild von Otto Retzer im Badeanzug und hoffe, Klagenfurt ja wird einen auftreiben. Das wär's. Das wär's. Wir von der Antenne wären da bitte gern dabei. So, und jetzt darf ich den Mann zu mir auf die Bühne bitten, der gemeinsam mit seiner Partnerin Janine Baumann diesen wunderschönen Abend organisiert hat. Er ist der Chef der Miss Austria Corporation, Christoph Überbacher. Und er kommt gemeinsam mit seiner Partnerin auf die Bühne mit Janine Baumann. Kräftigen Applaus für die beiden. Da haben wir auf alle Fälle mal Tänzer gefunden, wie es scheint. Ja, Dancing Stars. Otto Retzer weiß Bescheid. Ja. Wir sind demnächst dabei. Christoph, wir sind fast am Ende des heutigen Abends. Also wir stehen noch vor einer sehr, sehr spannenden Entscheidung. Wie zufrieden bist du denn bisher mit dieser Veranstaltung? Ich bin sehr zufrieden, vor allem wenn man das Prozedere davor betrachtet. Also wir sind ja nicht nur heute da, um eine nette Party zu veranstalten, sondern das Ganze... Das zieht sich schon über Wochen und Monate. Wir sind mit der Janine gemeinsam auf die Suche gegangen nach potenziellen Kandidatinnen, haben beim Ernst Hofbauer in den City-Arkaden 11 wunderschöne Finalistinnen gefunden und dementsprechend weiter haben wir uns gehandelt. Es gab die Einpack-Challenge auf der Freizeitmesse. Wir haben ein Casting in der Gigbar in Klagenfurt veranstaltet. Also
das ist mir wichtig, dass man nicht nur die heutige Veranstaltung sieht, sondern wirklich, dass sich hier im ganzen Land etwas tut. Es wird von Bezirk zu Bezirk gecastet, etwas, wo unser Medienpartner, die Kärntner Woche, der Spezialist ist, Regionalität. Und da, glaube ich, haben wir wirklich 14 Finalistinnen gefunden für diese tolle Veranstaltung heute hier. Und ich bin sehr froh, dass wir diesen tollen Abend gemeinsam verbringen. Und wir freuen uns auf die neue Vize-Miss Kärnten und auf die Miss Kärnten, für die es dann auch sehr, sehr spannend eigentlich weitergeht dann. Ja, es geht Schlag auf Schlag. Also die Jasmin Wedenig, die wird, glaube ich, den Roadtrip zur Miss Austria, zum Miss Austria-Finale in einem Nissan Micra anführen, ja? Gefolgt von der Miss Kärnten 2018, die wir heute wählen. Also es geht Schlag auf Schlag. Wir haben die Missen Academy für die Miss Austria, die jetzt im Mai gleich stattfinden wird. Und natürlich als Veranstalter ist mir wichtig, dass meine Missen, wenn ich so sagen darf, natürlich auch am Wörthersee bei meinen Veranstaltungen bestens präsentiert werden. Und da haben wir am 6. Juli die Fête Blanche, die vor der Türe steht, und am 18.08.2018, also wer nicht heiratet, sollte zur Fête Mystique in die Discothek Fabrik kommen. Und wobei bei der Fête Mystique könnte man auch schön die Braut entführen eigentlich. Ja, die Fête Mystique, die ist jetzt, sage ich mal, ambivalent. Ja? Einerseits könnte das zu Scheidungen führen, andererseits könnte das die Ehe auffrischen. Also soll sich jeder mal anschauen. 18.08. Also die Ehe, die Fête Mystique übersteht, die hält ewig. Die hält definitiv ewig, ja. Das gilt es sicher für viele Kärntner auszutesten. Janine, bei euch am Punkterechnertisch ist heute ja fleißig gearbeitet, gerechnet worden. Habt ihr überhaupt ein bisschen Zeit gehabt, um auch das ganze Ambiente zu genießen? Ja, natürlich zwischendrin schon auch. Es ist halt so, wir mussten ja natürlich auch ein bisschen drauf achten, weil wir haben ja selber auch Stimmen vergeben, beziehungsweise eine Wertung vergeben, zusätzlich zu den 11 Juroren. Deswegen haben sich vielleicht die einen oder anderen gefragt, ob wir zu blöd zum Rechnen sind. Nein. Ich glaube, es hat gar keiner mitgerechnet. Ich glaube schon. Also wir haben zumindest vom einen oder anderen was gehört, aber es ist ein Excel vor mir hinterlegt. Also wir haben nicht selber gerechnet und hat dann unsere Wertung noch dazu gegeben. Aber wir haben den Abend sehr genossen und es war doch sehr schön, wie die Mädels sich präsentiert haben auf der Bühne und wir sind sehr, sehr stolz auf alle 14. Janine, du hast ja auch jetzt monatelang, habt ihr organisiert, habt ihr geplant, ihr habt die Missen begleitet. Wie emotional ist dann so ein Abend jetzt heute für dich, wenn du siehst, okay, das sind die Top 5 und du in ihre Augen blickst? Ich habe ja gesehen, da glitzert es anständig in den Augen, auch in deinen. Ja, auf jeden Fall. Also gerade beim ersten Durchgang bei Bluesy Doozy, wie es dann in den Kunststädter-Outfits raus sind, also da sind schon ein paar Tränchen in die Augen gekommen, weil die Mädels das einfach so perfekt gemacht haben und auf den Rat gehört haben, den ich ihnen gegeben habe, dass sie einfach Spaß haben sollen heute Abend und die Bühne rocken sollen und wurscht, was für Wertung rauskommt, es soll einfach Spaß machen. Und ich glaube, ich spreche für den ganzen Ballsaal, wenn ich sage danke und Kompliment für die perfekte Veranstaltung. Christoph Überbacher und Janine Baumann, Dankeschön. Und das ist euer Catwalk. Jetzt schauen die Miss natürlich an, auch ganz genau hin, da kann man noch was lernen. Schau, Corinna, so ja. Macht man das. Schön, ja. Da sieht man einfach, gelernt ist gelernt. Und damit wieder zurück zu unseren Missen. Genau, und zwar zu den Sechstplatzierten, die es leider nicht unter die Top 5 geschafft haben. Und ich habe die Backstage schon ein bisschen beobachtet. Sie lächeln noch alle, was ich besonders schön finde. Ich darf Sie nochmal alle auf die Bühne bitten, zusammen mit Leo Aderer. Der wird einen Song mit den Sechstplatzierten gemeinsam machen, in Ihnen widmen. Und besonderen Dank auch für die tolle Choreografie der Mädels an unsere Chefchoreografin Nika Basic und die Agentur Unikat. Nika! Nika, komm auch du auf die Bühne. Hey! Das ist die Frau, die dafür sorgt, dass die Mädels ordentlich gewalkt sind heute Abend. Ich hoffe, auch du bist zufrieden. Ja, sehr. Es sind auch wirklich die Top 5, sind alle ohne Bühnenerfahrung hier zu uns gekommen. Und ich glaube, sie haben sich wirklich alle sehr gut angestellt. Das haben sie auch dank dir, liebe Nika. Vielen herzlichen Dank für deinen tollen Einsatz. Und hier sind sie noch einmal mit einem kräftigen Applaus. Die 6 Platzierten des heutigen Abends mit dem Erstplatzierten, Leo Aderer. Me want a girl with a big bum eye. Me want a girl from Caribbean eye. Hope to see you later. Love them all from Vienna to Jamaica. No, no, girl is like the other one. We know the next girl is sweeter than the other one. Come on, baby, let us be alone.
Oh my God, my wife's calling on the phone. Sorry, girl, I like the way you whine, whine. What a feeling lips on my mind. Sorry, sorry, that I was naughty, naughty. You're the only one, my inspiration. Please forgive me, I'll give you explanation. Sorry, sorry, that I was naughty, naughty. You're the only one, my inspiration. Please forgive me, I'll give you explanation. I, me want a girl with a big bum. I, me want a girl from Caribbean. I, hope to see you later. Love them all from Vienna to Jamaica. She said, I need no explanation. I'll give you no more occasion. Don't put your sausage in the wrong toes. You lied to me, I could see it on your big nose. Sorry, girl, I like the way you whine, whine. The feeling lips on my mind. Sorry, girl, you are my Barbie girl. If a boy is like chewing gum, you should choose another one. Sorry, sorry, that I was naughty, naughty. You're the only one, my inspiration. Please forgive me, I'll give you explanation. Sorry, sorry, that I was naughty, naughty. You're the only one, my inspiration. Please forgive me, I'll give you explanation. So, wir machen mal einen großen Applaus, ihr seid super! La 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 love me, hey. You wanna be above me? I'm telling you the truth, so hug me. Oh, again, my wife interrupts me. Proper. La 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 love me, hey. You wanna be above me? I'm telling you the truth, so hug me. Oh, again, my wife interrupts me. Stay, baby, baby girl. Baby, baby girl. Schön und nicht traurig sein, die fünfte, sechste sind. Ihr könnt doch alle Models werden und ihr seid gut, wie ihr seid. Dankeschön und viel Spaß. Danke für diese tollen Worte an Leo Aberer. Und damit kommen wir der Entscheidung des heutigen Abends immer, immer näher. Aber bevor wir zu einem sehr, sehr schönen Moment kommen, wird es jetzt traurig. Sie kennen sicher alle Fernsehserien, wo so dieses kommt, okay? Jetzt machen wir so ein bisschen traurige Stimmen. Es wird jetzt traurig. Denn jetzt heißt es Abschied nehmen. Und zwar für Jasmin Wedenick, die amtierende Miss Kärnten. Es heißt Abschied nehmen vom Krönchen. Sie kommt jetzt auf den Catwalk und macht den letzten offiziellen Walk mit ihrem Krönchen. Liebe Jasmin, genieße es, das ist dein Applaus. Wie geht's jetzt? Es geht so. Ein bisschen Wehmut ist mit dabei. Ja, aber ich freue mich schon auf die nächste Miss und ich glaube, das wird eine coole Zusammenarbeit. Das wird es definitiv werden und jetzt wird es wirklich ernst. Wir dürfen auf die Bühne bitten, die Missenmacher Janine Baumann und Christoph Überbacher mit der Siegerscherpen. Bitte, das sind nämlich die Scherpen, die die Miss und die Vize-Miss jetzt dann in Zukunft immer tragen werden. Die Top 5. Das ist auch schon der Thron. Erinnert ein bisschen an Game of Thrones. Ein richtig cooler Thron, wo die Miss, die neu gekürte, dann in Zukunft Platz nehmen wird.
Was fehlt noch? Also wir haben die Scherpen, wir haben den Christoph da, wir haben die Janine da, wir haben die Jasmin, wir haben das Krönen, da fehlt doch eigentlich nur noch... 5 Missen, glaube ich. Genau, so ist es. Und hier sind die Top 5. Kräftigen Applaus. Da stellen Sie sich jetzt auf. Der Thron übrigens von Bernd Schumi gestaltet. Ein ganz, ganz besonderer Thron, auf dem in Kürze die neue Miss Kärnten 2018 Platz nehmen wird. Wir bekommen in Kürze das Kuvert vom Kontrolltisch. Ich darf vor allem die Presse, die sich schon in Stellung bringt, aber noch einmal um etwas Geduld bitten. Denn wir dürfen an dieser Stelle auch noch einmal zusammenfassen, liebe Corinna, welche Preise denn die neue Miss Kärnten eigentlich denn alles bekommt. Da wäre zum Beispiel, haben wir schon gehört, einmal ein nagelneuer Nissan Micra vom Autohaus Hinschnick für ein ganzes Jahr. Genau, da nimmt die Miss Kärnten 2018 an der Missen Academy im Mai in der Therme Geinberg teil und sie qualifiziert sich für das Miss Austria Finale. Außerdem gibt es ein sehr, sehr cooles Siegerinnen-Shooting mit der offiziellen Miss Kärnten Corporation-Fotografin Anja Kopic. Wow, dann ein Covershooting mit dem Kärntner Monat. Die Zweit- und die Drittplatzierte erhalten ein Outfit von der Kunststätte Klagenfurt von der Martina Karole. Bravo! Die Top 5 erhalten in Summe 500 Euro Gutscheine für den Sonnenstudios von California Sun. Die ersten drei erhalten außerdem Beauty-Gutscheine von Cambio im Wert von 90 Euro. Alle 14 Finalistinnen bekommen eine wunderschöne Sonnenbrille von Woodstock. Dann alle 14 Finalistinnen, die wir heute gesehen haben, die bekommen VIP-Karten für die Fête Blanche und für die Fête Mystique in der Diskothek Fabrik. Das ist die Eheprobe, haben wir gesagt. Das ist die Eheprobe, ja. Genau. Da kann man aber auch als Single hingehen. Okay. Vielleicht ist man danach in der Ehe. Alle 14 Finalistinnen erhalten eine Flasche Wild Thing Sekt. Außerdem bekommen alle Finalistinnen, ich hoffe, ihr schreibt das alle fleißig mit, ein paar Schuhe von Peter Kaiser Schuhe. Und alle 14 Finalistinnen bekommen 75% Rabatt auf ihr Outfit von Telly Whale. Das waren jetzt ganz, ganz viele Preise. Bitte einen Sammelapplaus. Wir haben hoffentlich alle, ja, sehr gut. Genau. Und bevor wir jetzt auch wirklich zum allerspannendsten Teil des Abends kommen, darf ich darauf aufmerksam machen, nach der Siegerehrung ist natürlich noch nicht alles vorbei. Natürlich nicht. Es gibt die Aftershow-Party in der Schlossbar. Den Abend werden wir gemütlich ausklingen lassen bei einem Gläschen Wild Thing Sekt. So, aber jetzt ist es wirklich an der Zeit für die Top 5. Unser Trommler sitzt bereit. Was wir noch brauchen, ist das Kuvert mit ja den Namen. Du hast es schon. Ganz heimlich, gut. Still und heimlich. Dann starten wir jetzt einmal gleich mit Platz 5. Und ich darf um einen kräftigen Trommelwirbel bitten für Platz 5. Und das ist die Startnummer 12, Viola Reiter. Platz 5 bei dieser Miss Kärntenwahl 2018 für Viola. Und die erste Schärpe ist umgehängt. Es geht um Platz 4. Die Missen halten sich an den Händen. Trommelwirbel. Nummer 4, die Startnummer 7, Caroline Bodner. Das heißt, es geht jetzt um die Stockholplätze. Es geht jetzt um die Medaillen. Wer ist die Drittplatzierte? Miss Kärnten 2018. Es ist die Startnummer 4, Julia Ebner. Wow, das heißt, es wird jetzt mal weiter gehofft, denn zwei Kandidatinnen sind noch übrig. Die Jasmin hat leicht lachen, die kennt das vom Vorjahr. Das ist ein unguter Moment, oder? Das ist der unguteste Moment vom ganzen Abend. Das ist das Schlimmste. So, die zwei Mädels, die sich da an den Händen halten, so viel wissen wir schon auf jeden Fall, ist die Vize-Miss Kärnten und die Miss Kärnten 2018. Nur wer ist jetzt wer? Wir werden das in Kürze aufklären. Wer wird unser Bundesland bei der Miss Austria-Wahl vertreten?
Ja, normalerweise gibt es ja jetzt eine spannende Werbeunterbrechung, oder? Ja, die machen wir auch noch, denn wir dürfen bei sämtlichen Partnern Danke sagen, die diese Miss Kärntenwahl 2018 ermöglicht haben. Und wir gehen sie der Reihe nach durch. Danke an Nissan Sinschnick. Die City-Arkaden Klagenfurt. An die Villacher Brauerei. Durnig Ästhetics mit Dr. Peter Durnig. Danke an Karl Lauberts Klagenfurt mit Patrick Jonke. Mythos Edelstein Kranzelwinder Pörtschach. Ebenso danke an die Kunststätte Klagenfurt mit Martina Karulle. Anja Kopic Photography. Strelle Ton und Filmstudio. Unsere Band Blowing Doozy. Danke an Peter Kaiserschuhe mit Wolfgang Steiner. Unseren Hauptmedienpartner Kärntner Woche. Außerdem an Teliwell. ALS Austrian Light System mit Daniel Hartwig. Ebenso ein Partner heute Abend die Agentur Sky Media mit Johannes Moser. Wild Thing Sekt mit Klaus Wildberger. Danke an den Kärntner Monat. Klagenfurnia mit Gregor Münch und Philipp Smuck. Dann danke auch an uns, an die Antenne Kärnten. Danke. An California Sun. Außerdem an die Agentur Unicard mit Nika Basic. ETS Trocknung und Sanierung mit Bernhard Rachreunig. Danke an BFS Brav Security Solutions. Jetzt müssen wir umblättern. Ein paar sind's noch. Rechtsanwaltskanzlei Magister Michael Jobst. Danke an Woodstock Brillen. An Magister Thomas Burger. An Cambio Beauty Academy. Wohnbau 2000. Vielen herzlichen Dank und dann möchten wir nochmal dezidiert Danke sagen an das Schlosshotel Velden, die diesen tollen Rahmen heute möglich gemacht haben. Und an dieser Stelle auch ein Tipp, 29. April ab 17 Uhr gibt es hier die Küchenspiele im Haus. Das heißt, es gibt so unterschiedliche Kochstationen im Schlosshotel und die Gäste haben dann die Gelegenheit, wirklich Küchenmeistern über die Schulter zu schauen. Gastköche bieten da kreative Kreationen. Spielleiter dabei ist Andreas Block, der Executive-Chef im Falkensteiner Schlosshotel Velden. Und es wird äußerst spannend und zauberhaft. Es gibt köstlich süße Speisen, kulinarische Überraschungen. Es gibt süßen Minztee zum Beispiel, wer ihn mal probieren wollte. Orientalische Klänge. Und es wird dieses Schlosshotel wirklich einen Tag und eine Nacht lang in die fabelhafte Märchenwelt von Scheherazade, Aladdin, Alibaba und Co. verwandelt. So, und jetzt ist die Spannung bei den Mädels, glaube ich, am größten. Ich schau mal kurz zu euch nach vorne, so in die Gesicht. Es geht noch. Es ist schon sehr spannend. Das war gerade nett, wenn man. Also wäre nett, wenn wir weiter tun. Braucht noch jemand eine Rauchpause? Das ist auch schon schwer, ja. Braucht noch jemand eine Rauchpause? Nein? Na, also jetzt an. So, na, jetzt ist es wirklich Zeit, das auf den Punkt zu bringen. Wir haben hier das Siegerkuvert. Da steht es eh noch nicht drauf. Danke vielmals. Danke sehr. So, es ist soweit. Wir sind bereit für Platz Nummer 1, oder? Und wir dürfen verkünden, die Miss Kärnten 2018 heißt Johanna Zarka! Johanna, herzliche Gratulation! Danke! Du zitterst und wir sehen Freudentränen. Ja, auf alle Fälle. Ich hätte damit nie gerechnet. Nie. Auch jetzt am Schluss nicht. Na, echt nicht. Wo ist dein Thank You? Ja. Lieber Thank You, bitte mal Vollgas geben. Der Applaus gehört nur dir. Dankeschön. Das ist die neue Miss Kärnten 2018. Jasmin hat das Krönchen übergeben. Und wir sagen natürlich auch herzliche Gratulation und einen kräftigen Applaus für die Vize-Miss Kärnten, Jasmin Oberdorfer. Jasmin, auf den letzten Millimetern ist es gar noch ganz knapp geworden, aber auch Vize-Miss Kärnten, ein toller Titel. Ja, das auf jeden Fall. Also ich bin sehr stolz, dass ich jetzt Vize-Miss Kärnten bin. Ich bin halt ehrlich gesagt nur ein bisschen traurig, weil ich halt nicht mitfahren kann bei der Miss Austria, aber ja. Ja, das ist ja im heurigen Jahr leider so, da fährt eben die Miss Kärnten vom letzten Jahr und die Miss Kärnten von heuer. Aber es gibt ja noch weitere Misswahlen, vielleicht klappt das da einmal. Ja, schauen wir mal. Wir wünschen euch alles, alles Gute, einen kräftigen Applaus für die neue Vize-Miss Kärnten Jasmin Oberdorfer und die neue Miss Kärnten Johanna Zarka. Wir dürfen auch gleich die Presse auf die Bühne bitten. Wir sagen Danke für den wunderschönen Abend. Genießen Sie noch die Stimmung.
bei der Aftershow-Party. Und es ist wirklich jetzt schon eine ganz, ganz tolle Stimmung. Es werden jetzt noch die besten Fotos eingesammelt. Also ich hoffe, wir sehen uns dann noch bei der Aftershow-Party in der Schlossbar. Wir wünschen der Miss Kärnten 2018 und auch der Jasmin Wedenig bei der Miss Austria-Wahl alles, alles Gute. Vielen Dank an die Jury an dieser Stelle. Dankeschön. Großartiger Job. Vielen Dank. Danke an den Kontrolltisch. Danke an Sie, liebes Publikum. Ich hoffe, wir haben Sie gut durch diesen Abend gebracht. Sagen danke für die Aufmerksamkeit. Einen schönen Abend. Dankeschön. Dankeschön.